Then I guess we're going live now. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Reizstreams. Und ja, ich freue mich ganz besonders, nicht nur meinen lieben Freund, den Vincent, heute den wir als Gast dabei zu haben, sondern auch seine bezaubernde Lebenspartnerin, die Irina, kurz Rini genannt, die uns heute aus ihrem Leben erzählen wird. Deswegen gehen wir auch mal direkt rein, ohne dass ich euch hier lange aufhalte. Ganz ungewohnt, ich weiß. Und fragen die Irina einfach mal, ja, wie kommt sie nach Deutschland und wie kommt sie heute in den Stream? Hallo Irina, schön, dass du da bist. Ja, und da komme ich ins Spiel. Ich bin nämlich hier als Übersetzer heute tätig. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das alles. Es ist nicht unbedingt meine Stärke. Ich spreche zwar ganz gut Englisch, aber ich habe mir hier auch einen Blog an die Seite gelegt und versuche dann immer hier das von Englisch auf Deutsch zu übersetzen. Irina spricht größtenteils nur Englisch oder halt Ukrainisch und Russisch, aber dieser beiden Sprachen bin ich nicht mächtig, deswegen machen wir das Ganze auf Englisch und ja, jetzt kommen wir nämlich schon an die erste große Problematik. Ich habe schon wieder die Frage vergessen. Kannst du es nochmal sagen, wie Irina nach Deutschland gekommen ist? Genau, wie Irina nach Deutschland gekommen ist und warum sie heute hier im Stream ist. Also einfach mal so erzählen, so wie ihr bisheriges Leben eigentlich verlaufen ist und wie es sie dann nach Deutschland verschlagen hat. Okay, so the question is, how did you come to Germany? How was your life before in Ukraine? And what brought you here to Germany? And yeah, what was your life before? And what was the motivation to come here? I born in Kyiv, and it was nice life before. I work like in digital marketing, like photographer, influencer manager, content creator, everything what is about social media and so on. Why I come here? Of course, because of war. Come here. I was here in the middle of March 2022. So when war started, I just come here, and that's why I continue my life here, because it's so difficult to build my business in Ukraine now, because all my clients everywhere, but not in Ukraine, so I should build my new life here. Yes, okay. Irina ist in Kiew geboren. Ich berichte jetzt einfach mal aus der dritten Person. Und ihr Leben in Kiew war gut. Sie war selbstständig als im Bereich Social Media Marketing, Content Creation und als Fotografin. Ja, der ursprüngliche Grund, warum sie hergekommen ist, ist die russische Großinvasion von 2022, also der große Krieg, den wir ja jetzt in der Ukraine sehen. Und sie ist hierher gekommen Mitte März 2022, also noch relativ früh im Kriegsgeschehen. Und ja, der Hauptgrund war, dass es für sie einfach nicht mehr möglich war, in Kiew zu arbeiten, weil es ja keine Kunden mehr gab, weil einfach ja die meisten geflohen sind, und dann sozusagen auch die Wirtschaft oder beziehungsweise der Bereich, in dem sie gearbeitet hat, ja, zum Erliegen gekommen ist und die Arbeit überall anders war, nur nicht mehr in Kiew. Irina, hat dich dieser Krieg überrascht? Ja, also für mich als Deutschen war das sehr überraschend, weil ich nicht geglaubt hätte, dass Putin hier derartig ja ungezügelt und ungeschönt einen Angriffskrieg vom Zaun bricht. Wie hast du das erlebt? War das auch überraschend für dich oder hast du damit gerechnet irgendwo schon so aus deiner Perspektive als Ukrainerin? Okay, so did the war surprise you, or what's your opinion on that? Because Axel, for example, as a German, he did not expect anything like that from Putin, and especially in such a big dimension like that, we as Germans could not believe that this would happen. How did you experience that? Did you expect it as a Ukrainian, or did you see it coming, or was it also
surprising for you? Yeah, of course, for me it was surprising, because if I would know about that, I would at least prepare for that. So yeah, I just woke up in the morning like everyone else in Ukraine, and my parents, friends started to call me and say that war started and we should do something, and nobody knew what should we do. So yeah, that was super like surprise. Surprise, surprise. Ja. Okay, also Irina sagt, dass für sie es auch sehr, sehr überraschend kam, und wenn sie es auch nur geahnt hätte, sie sich natürlich darauf vorbereitet hätte, aber sie ist eines Morgens aufgewacht und ihre Freunde und Familie rufen sie an und berichten, dass die Großinvasion losgegangen ist, und ja, dass das für alle eigentlich sehr, sehr überraschend kam auch. Also es hat wohl niemand so richtig kommen sehen, trotz allem. Also das kann ich jetzt ja nochmal hinzufügen, also Zitat Ende. Aber letztendlich sprechen wir ja hier auch nicht über den Kriegsbeginn, denn der Kriegsbeginn war ja in 2014, wo Russland die Krim und Donbass oder Teile von Donbass annektiert hat. Und das ist, glaube ich, auch vielen Ukrainerinnen und Ukrainern ganz wichtig, dass man hier differenziert. 2022 war der Beginn der russischen Großinvasion, aber der Beginn des Krieges war natürlich in 2014. Jetzt sind wir direkt schon ganz tief im Thema drin. Und ja, die Behauptung, die auch in Deutschland von einigen russlandfreundlichen Medien und Politikern verbreitet wird, ist, dass doch der Angriff auf die Ukraine von der Ukraine provoziert worden ist, dass sie mindestens genauso große Schuld an der Eskalation dieses Konfliktes hat wie Russland selber. Oder aber sogar, sie gehen noch einen Schritt weiter und behaupten, ja, es ist ja gar kein russischer Krieg, sondern eine Friedensmission, weil die Ukraine von Nazis beherrscht wird und sie ja da quasi die Ukraine befreien möchten. Was geht in dir vor, wenn du als eine junge Frau, die das Land verlassen musste wegen dem Krieges, solche Propaganda mitbekommst? Und was erwiderst du darauf? Okay. So the question is, that we have quite a few politicians in Germany from many sides, left and right side, who say that Ukraine provoked the war and the invasion, and some politicians would even go so far and say that Russia defends itself, like it's just a defense reaction, it's not even an aggression, it's just self-defense, and that Ukraine is, I mean, you know the propaganda, right? Ukraine is run by Nazis, there are Nazis everywhere. And how does it feel? What does it do with you? And how do you respond to that? Okay, I think what about Nazi? In every country, you have a little bit of this, you know, like few percent of nationalist people. Also in Ukraine, but it's like I never met them, to be honest, and I don't know, like we were a super peaceful country and it was super nice to live there. Everything is good. Yeah, we have like a war from 2013 in our east area, but we never want to go to Moscow and fight there and take a part of Russia. So, and that's why I have a question, why they protect Russia in our territory? So like, I think that's insane. Mm-hmm. Okay. when you hear people talk to you like that, and they say, the Ukrainian state is part of the problem, they have the same guilt as Russia, what do you tell these people when they would say to your face? What would you respond? Was würdest du darauf antworten? You know, I think they will never understand, because even I understood this only when war come to Kyiv, and I cannot fully understood that when war was in our east part. So I don't know. I don't wish them to experience this, but I think they should
look deeply in that and imagine their country in the situation like this, that, for example, your neighbor just come on your territory and take your part, what would you do? What would you feel? And like, you should think a little bit about this also and be a little bit more open and think about people, their lives, and how it feel like. Mm-hmm. Like a little bit empathy, more empathy. Okay. Okay, also Irina sagt, ganz zu Anfang, noch bevor Axel nochmal nachgefragt hat auf Englisch, dass es halt in jedem Land Nazis oder Nationalisten gibt, die aber meist und genauso auch in der Ukraine nur einen ganz, ganz kleinen Teil des Landes natürlich ausmachen und die Menschen da nicht wirklich repräsentieren. Sie selbst hat keine Nazis in der Ukraine bisher kennengelernt. Die Ukraine ist ein sehr, sehr friedvolles Land und sie stellt dann einfach erstmal die Frage, wenn Russland sich selbst verteidigen will, warum verteidigt Russland sich selbst in dem Gebiet, in dem Territorium der Ukraine? Das ist natürlich eine berechtigte Frage, ne? Also warum, also wie sieht Selbstverteidigung aus, die in einem fremden Land stattfindet? Sie hat erst wirklich begriffen, was das alles bedeutet, als der Krieg wirklich nach Kiew gekommen ist und sie selber auch gemerkt hat, wie sich das anfühlt, wie es ist, im Krieg zu sein, obwohl ja vorher schon auch im Osten der Ukraine Krieg war und die Menschen ja auch in der Ukraine mit dem Krieg gelebt haben. Aber ja, sie meint, das ist halt sehr, sehr schwierig, einem Menschen, der vielleicht auch diese Propaganda glaubt oder verbreitet, den Menschen das, sag ich mal, argumentativ darzulegen. Und dass diese Menschen sich eher fragen sollten, wie würden sie sich fühlen, wenn jemand in ihr Land käme und diese Dinge tun würde, Kriegsverbrechen und Zerstörung und dergleichen. Und einfach sich zu fragen, was wäre, wenn jemand anders zu Ihnen käme und Ihrem eigenen Land das antäte. Also einfach in diesem Sinne mehr an die Empathie zu appellieren und dass sowas wohl auch schwer, ja, rein argumentativ zu vermitteln ist bei Menschen, die ideologisch und propagandistisch einfach festgefahren sind. Ja. Es gibt ja zwei weitere Begründungen, die immer dann kommen, warum Russland sich angeblich selbst verteidigt. Zum einen möchte die Ukraine ja in die EU aufgenommen werden und im Zuge dessen auch Mitglied der NATO werden. Und das ist ja für Putin und Russland angeblich eine Bedrohung. Ja, das ist ja das eine Argument. Obwohl es jedem Land natürlich zusteht, ja, selber zu entscheiden, wohin es sich orientieren möchte. Putin möchte halt die Ukraine wieder heim ins Reich, ja, holen, ja, sagt ja auch, Ukrainer werden im Grunde genommen Russen, ja, da gäbe es ja eigentlich gar keine eigene Identität, das ist ja für ihn ein sehr völkisches Denken, was er an den Tag legt. Wie reagierst du denn als Ukrainerin darauf? Siehst du dich als Russin oder würdest du lieber zu Europa oder persönlich lieber zu Russland gehören? Wie ist denn da so als Betroffene deine Einschätzung zu, wenn du sowas hörst? Okay, so Axel says there are basically two more reasons why Russia says that they are defending themselves. And one of the reasons is that Ukraine always was looking more to have a European Union membership and a NATO membership. And because Ukraine was looking more to the West and they wanted to get away from Russia. And also Putin says that he wants to take back Ukraine back into the motherland, Russia, and that there is nothing like Ukrainians, yeah, and that they are all Russians. And so Axel would like to know what you think about it and if you see yourself more as a Ukrainian or a Russian, or if you would like to live in Russia or rather in Ukraine.
Okay. I think why we want to European Union and NATO, I don't know if I should answer this question. It's like everybody understand that it's more safe, better, life quality is better, and everything is better than in Russia. And why they are angry and they want to take Ukraine back, because they cannot like live with that fact that we are different and that we are not their like people. I'm not people, how to say it? Like marionette. You're not puppets. Like yeah. You're not their puppets or slaves. We are not their slaves. We have our own opinion, and we want to be separate, and we want to have our own culture, our like our own life and politics, and you know, go on. So yeah, I think that's what makes him Putin angry, and that's why he wants to show us from the violent side that what they can do with us if we are not with them. I think like that. And I mean, I don't know if this question needs an answer, but would you rather live in Ukraine or Russia, or would you don't care I care. Ukraine is Russia. I care, of course. I want to live in Ukraine, in my country, with my people, and Russian culture and politics. It's not something what I can live with. Yeah. Okay, also Irina sagt, dass eigentlich die Frage sich schon erübrigt, warum die Ukraine in die EU oder NATO will. Natürlich erhoffen sich die Ukrainer, dass es sicherer ist und einen höheren Lebensstandard bietet, als es natürlich in Russland gibt, und dass die Ukrainer halt einfach unabhängig sein wollen, keine Puppen, keine Marionetten sein wollen oder keine Sklaven, ihre eigene Unabhängigkeit suchen, ihre eigene Kultur leben wollen, und dass die Russen und Putin im Speziellen damit nicht leben können und deshalb wütend sind, dass die Ukrainer sich sozusagen abwenden und in eine andere Richtung orientieren und nicht Richtung Russland. Und Irina sagt, dass sie natürlich auch nicht in Russland leben möchte oder unter russischer Besatzung, einfach weil russische Kultur und Politik für sie unvereinbar sind mit ihrem eigenen Leben. Kann ich absolut nachvollziehen, aber so für die Zuschauer, die vielleicht das erste Mal sich mit dieser Thematik intensiver befassen, wo würdest du die großen Unterschiede festmachen zwischen Russland und Ukraine? Weil wenn man so als Deutscher oder Europäer auf die Ukraine und Russland blickt, könnte man als oberflächlicher Betrachter schnell glauben, naja, ne, ist ja irgendwie schon dasselbe. Ne? Also ich kenne die Unterschiede, ich weiß das, aber was würdest du den Zuschauern erklären? Wo ist für dich persönlich der große Unterschied zwischen dem Leben in Russland oder unter russischer Herrschaft und dem Leben in der Ukraine und unter europäischer Herrschaft? Okay, so what would you say, how would you describe the big difference, the main difference between Russia and Ukraine? And because for many Germans, they don't know the difference so well, and they might look at it and they're like, yeah, it's the same, but different. Like, it's a different country, two different countries, but a little bit similar. So what would you say, what's the main difference of living in Russia and Ukraine, maybe also culturally and from the attitude? I think people in Ukraine are more liberal, open, and I don't know, we're just less aggressive. We don't want to live with the like king, like Putin. We want to change president. We want democracy. We want like freedom is the main what Ukrainian people want. It's freedom, and we like
Europeans, what to say, values or Europeans values or values. Yeah. It's so, more. We are more open. We like freedom. We against violence, and this is the main difference, I think. And we don't want to live in that regime what is now in Russia, like that what we 100% never wanted. Also Irina sagt, dass Ukrainer einfach eher liberal und offen sind, nicht so aggressiv. Sie wollen Demokratie und Freiheit und keinen starken Mann wie Putin an der Macht, also wie ein König oder sowas. Und dass die Ukraine ihnen einfach die Freiheit am wichtigsten ist. Und das gibt es in Russland nicht. Und deswegen sehen sie sich einfach auch den europäischen Werten näher als den, dem russischen, der russischen Gesellschaft. Vielleicht, ich kann ja einmal kurz nachhaken. So, I don't know, but maybe we can make it more precise, like what's different in Russia? Like it's I mean, of course they have a different political system, and it's not really democracy, but even from the lifestyle, for me also it's sometimes hard to understand why it's so different, right? And sometimes we talk about it, and it's okay. It's really a weird mindset sometimes from the Russian side, because Russians, I may add this, they always, like, for all the things that are going wrong in Russia, they are blaming the West. It's always the West is, it's really like that, right? That's right. And if they have no toilet, it's they part never of the blame West. Themselves that something wrong in their system, or maybe they do something wrong, and that's why they have shitty life or something like that. They blame everyone else. What about people, you know, when I come to Germany and after war, I start to analyze and to recognize Russian people. And how I do that, it's they always have this, I always have the feeling that they think that everyone owns them something, like for example, they're in Germany or in a different country, and they ask, why you don't speak Russian? Like, speak Russian, speak normal language. They never respect other culture. Like, they think that everybody else is stupid, Western people stupid. They are only right nationality. It's a little bit like fascist. We are the best, and everyone else is just Untermenschen. That's how I recognize them, and they never respect anyone else. Okay, also ich habe dann eben nochmal nachgehakt, um meinen Part nochmal ein bisschen zu übersetzen und was jetzt nochmal konkrete Unterschiede auch sind. Weil in Russland ja auch stellenweise so ein bisschen so, dass die Meinung herrscht, alles Schlechte, was in Russland passiert oder was Russen passiert, daran ist der Westen schuld. Es ist immer der Westen schuld, ne, wenn sie keine Toiletten haben oder eine Autobahn nicht ordentlich gebaut wird. Es ist immer, an allem ist der Westen schuld. So, ne? Es gibt einfach dieses Mindset, dass der Westen für alles verantwortlich gemacht wird. Und Irina sagt auch, das ist so, ne, die Russen sind eher, sag ich mal, so, dass sie andere beschuldigen oder andere verantwortlich machen für ihre eigene Verantwortung, für das, was und sie beschuldigen lieber jemanden anders, als die Verantwortung bei sich selbst zu suchen. Und sie sagt auch, als sie nach Deutschland gekommen ist, hat sie angefangen, genau zu schauen und teilweise auch also Russen zu erkennen, einfach alleine aufgrund ihres Verhaltens, dass sie teilweise sich so verhalten, dass als würden alle ihnen was schulden oder schuldig sein. Zum Beispiel, warum sprichst du kein Russisch? Sprich normal, sprich Russisch sozusagen. Ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, ob das nur auf Ukrainer bezogen war oder auch auf Deutsche. Ich kann mir tatsächlich beides vorstellen, aber
Ja, und dass sie halt sich immer so verhalten, dass sie keine anderen Kulturen oder Nationen und Sprachen respektieren und alle sozusagen als schlechtere Menschen oder Untermenschen ansehen und nur Russland oder die russische Nation ist das einzig wahre Land auf der Welt. Das kann ich tatsächlich in Teilen so bestätigen. Also ich muss dazu sagen, zum Glück ist nicht jeder Russe so. Ja, also es gibt da auch löbliche Ausnahmen. Aber es ist schon weit verbreitet, dass viele Russen so ultranationalistisch sind. Ja, also ich kenne da aus dem entfernteren Bekanntenkreis auch Leute, die kommen aus Russland, leben seit 30 Jahren hier, gucken nur russisches Fernsehen, hören nur russisches Radio und sind an einer Tour am Motzen über den Westen. Ja, oh, der Westen, der Westen, der Westen. Das kann ich schon sehr gut nachvollziehen, was sie da sagt. Ja, das ist, glaube ich, auch ein ziemliches Problem in dieser russischen Community, von denen, die sich auch gar nicht wirklich integrieren wollen, sondern eher noch als Russen als Deutsche sehen, wenn sie hier hingekommen sind. Ja, das kann ich also schon absolut verstehen. Ja, also das zum einen. Zum anderen stellt sich ja dann die Frage, wie gehen Russen denn mit dir um hier in Deutschland? Merkst du da auch so eine Feindlichkeit gegenüber der Ukraine? Sind die dann auch von der russischen Propaganda noch aufgehetzt und sagen, hier, ihr seid ja die Kriegstreiber und ihr seid ja schuld, dass hier Krieg herrscht? Das ist so ja das gängige Narrativ, was ich von auch Russen zu hören bekomme, die also überhaupt keine Schuld bei sich sehen, sondern die Schuld auf die Ukraine, auf den Westen, auf die NATO, auf die USA schieben wollen. Okay, so Axel says that he can confirm that what we said before, this nationalist mindset of the Russians, not all Russians, but many of them, and that he himself knows some Russian people who have been living here for over 30 years. And they only consume Russian media, Russian TV, Russian internet news, and everything, and they still hate and blame the West. You know, like it's they live here for 30 years, Yeah, and they enjoy this European life and high standards and still. and they like to victimize themselves, right? Like it's a little bit of just pushing away their I think it's in a deep responsibility. in a culture like Yeah. mentality. And so Axel is asking, how do Russians treat you? Do they blame you, or do they also put their propaganda on you? Like it's your fault that the war started. It's do you even talk? Are you even in contact with Russians? I don't know so many Russians in our. Yeah, I also don't know so many Russians, Yeah. only some Russians what I met on Bali last year. But there were normal people who just ran away from Russia. Yeah. Yeah, and what about here? To be honest, I don't talk to Russians so much here. I don't know them. I don't want to be friends with them. But what is interesting, I heard all this propaganda narratives, not from Russian people, from Syrian people, for example, and another people from Estonia, some of them. So normally it's old generation. Yeah, but young Older people, generation, older, yeah. yeah, but people my age or younger, they're. Know something, they know how to understand what is fake, what is not fake in use, and they think a little bit differently. And yeah, from them, I never hear this propaganda narratives. So, yeah. Als Beispiel, um auch meinen Zuschauern deutlich zu machen, wie weit Russland und die Ukraine auseinander sind an ganz alltäglichen Dingen, ist zum Beispiel, in Russland gibt es ein CSD, ein Christopher Street Day, ein Kiew Pride. Ja? Also da ist es auch ganz normal, dass LGBTQ-Rechte auf der Straße präsent sind, ja, und in Russland wird es ja nicht nur als abartig, als ekelhaft, als ja, westlich dekadent betrachtet, sondern es wird auch mit Gewalt dagegen vorgegangen. Ja, also in den vergangenen Jahren haben wir das immer wieder gesehen, wenn es da Versuche gab, auch auf Minderheiten in Russland aufmerksam zu machen, gleiche Rechte einzufordern. Ja, da kam dann der Polizeiknüppel zum Einsatz. Ja, und in der Ukraine
ist das zum Beispiel nicht der Fall. Das sind schon so ganz normale Dinge, die für uns ja dazugehören, ja, dass hier jeder demonstrieren darf, der will, dass wir uns darum bemühen, ja, auch Menschen zu schützen und ihnen die gleichen Rechte zu gewähren, die irgendwie als anders gelesen und wahrgenommen werden. Das ist in Russland zum Beispiel undenkbar. Ja, also das hier nochmal so als kleines Beispiel aus dem praktischen Leben. Fällt dir vielleicht auch noch irgendwas ein, was ganz praktisch für jeden nachvollziehbar ist? So gar nicht so theoretisch, wir sind für mehr Freiheit und die sind nicht für Freiheit, sondern so aus dem ganz normalen Leben, was du in der Ukraine als Ukrainerin tun kannst, was in Russland zum Beispiel nicht möglich wäre. Okay, so do you have a very, very practical example of what is different between Ukraine and Russia that everybody can relate to, you know, like not on a theoretical level, but more like what is something you can do in Ukraine that you cannot do in Russia, for example? And to be open gay. I told it, sorry, Vincent didn't translate what I said before. I said one of the main things people can understand from their normal life, their everyday doing, is that in Ukraine there is a Christopher Street Day. You can be gay and you can fight for equal rights for every people, and you can make your voice loud for minorities. And in Russia, it's not possible, yeah? Because when you are gay or when you say we want the same rights, they say you are sick, you are evil, you have a brain damage, you are decadent, the West indoctrinated you and made you sick. And I wanted to know if you have expect of that. Any thing you can tell the people here, what you as a normal Ukrainian girl can do in the Ukraine, what you can't do in Russia, what is possible in your freedom you have in the Ukraine state, what isn't possible in Russia, for example? First, in Ukraine you can be open gay. Another, you can talk bad about politics. So, and no one will put you in a prison for that. What else? You can do party. Also naked party, and no one will put you in the prison for that. Now you will have some problems with this, because some people in a war zone, and it's not so nice to show that someone have a nice life and party. But you will have judged by people, but not by governments. No one will put you in a prison or something. But they can ask you to go to the army. That's one thing, but it's not so strict, and like you have your voice, you can voice your opinion, you can less and maybe another good example is there's in Russia now they censor basically every kind of music, right? That's true. We listened to some Russian artists the other day. And I don't speak Russian, but you know, when they cut out bad words, any simple bad words, not something horrible, like simple. Yeah. And now it's forbidden to make a rap. You know, rap usually it's with bad words. It's like underground. And yeah, it's illegal. Yeah. So there is no culture anymore there, I think, and it's sad for artists, and I really feel sad for that people, and they should run away from that system. Okay, also Irina sagt, natürlich offen schwul oder lesbisch sein oder homosexuell ist ein Beispiel, was in Russland natürlich gar nicht geht. Aber auch Politik oder Politiker zu kritisieren oder schlecht über die zu reden, ist natürlich in der Ukraine möglich. Also es gibt Meinungsfreiheit und Repression in dem Sinne dann nicht, ne? Also was auch ein gutes Beispiel ist, sind Partys, einfach also Party machen insgesamt, aber auch so ein bisschen Kinky-Partys oder so. Also ich erinnere mich daran, dass da in, es war auch vor kurzem, ich bringe das Beispiel einfach mal ein, weil ich glaube, dass auch in Irinas Hinterkopf gerade war, da gab es so eine, es war jetzt keine Berliner Kink-Party oder so in Russland, sondern eher eine Party, wo die Leute sich ein bisschen sexy angezogen haben. Da wurden dann teilweise wirklich, also ich bin mir nicht sicher, ob
die Organisatorin von der Polizei belangt wurde, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Aber die wurde auf jeden Fall komplett öffentlich durch die Medien gepeitscht und musste sich öffentlich entschuldigen. Die Leute wurden gecancelt und ja, also es hat auf jeden Fall ein riesen Nachspiel nach sich gezogen. In der Ukraine ist es natürlich jetzt auch nicht gern gesehen, dass die Leute in Kriegszeiten da wilde Sexpartys feiern oder so, aber es würde niemals deswegen großartige Repressionen oder weitere Folgen nach sich ziehen. But I want to add that it's. I never say that it's not problem for gays. It's of course it's also tough in Ukraine. It's like in Poland, people, some part of people don't like gays so much. Yeah. And about parties, now people are not so happy when people have parties, Yeah. but it's not so close, and you can never do it like in Russia. But yeah, we Yeah. also have problems. That's to be honest. Ja, also Irina hat nochmal angemerkt, dass natürlich auch in der Ukraine es Homophobie gibt und es schon stellenweise sehr konservativ ist, wie in Polen stellenweise. Aber das im Großen und Ganzen und auch diese Partys natürlich ja, in gewissen Teilen der Gesellschaft nicht gern gesehen sind, aber es nicht ganz so krass ist wie in Russland. Und was sie davor auch noch gesagt hatte, war, dass Rap-Musik zum Beispiel illegal ist in Russland jetzt, weil nur noch eine gewisse Form der Kultur, sag ich mal, gewünscht ist, dass ja, teilweise sehr harmlose Wörter schon in Rap-Musik auch zensiert werden und dass halt ganz viele Kunst- und Kulturschaffende einfach ja, quasi handlungsunfähig sind, weil alles zensiert wird und ja, dass die Leute ihr sozusagen leid tun und sie einfach nur sagen kann, dass die am besten auch von dort fliehen sollten. Ein ganz, ganz großer Punkt war auch immer, der auch hier in Deutschland als Rechtfertigung für Putins Krieg zu hören ist. Er hat von Anfang an als fadenscheinige Begründung behauptet, er wolle in der Ukraine auch die russische Minderheit schützen. Ja? Und sagte, die Ukraine würde russische Menschen benachteiligen, bekämpfen, hassen und ausgrenzen. Wie hast du das so erlebt? Ja, gab es so eine Animosität gegenüber Menschen mit russischen Bezügen? Das kann ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, weil unglaublich viele Ukrainer ja auch Russisch als Muttersprache haben. Wladimir Selenskyj zum Beispiel auch, ja. Und es wird in der Ukraine zwar verlangt, dass jeder Staatsbürger Ukrainisch sprechen kann, aber nach meinem Dafürhalten und meinem Erleben ist dies eine absolute Übertreibung zu behaupten, die Ukraine geht brachial gegen russischsprachige Menschen vor und möchte die russische Kultur zerstören. Wie hast du das so erlebt? Ja? Ist dir das irgendwie aufgefallen oder ist das tatsächlich auch wieder nur eine der typischen Lügen von Putin, um diesen Krieg zu rechtfertigen? Okay, so another reason or another argument that Putin gives is that he wants to protect Russian minorities in Ukraine. And the question is, how did you experience that? Like, did you ever witness oppression against Russians, or did you ever notice that Russians were treated badly or as Because of citizens language, you of mean? second class because of language? Yeah, I mean. Because also Ukrainians, of course, just like you, your family and many of your friends speak Russian. That's what. So was there ever any kind of oppression against Russians that you noticed or witnessed, or is it really just Russian propaganda? As you know, like my family is Russian-speaking family. My mother and father, they speak Russian, and I grew up with Russian language. And I started to speak Ukrainian only after war start. More and more, I try to do it. It's difficult for me, but I want to speak only Ukrainian. What about like discrimination? I never experienced that, to be honest. I experienced that when someone speak Ukrainian, like back then, super, like maybe 10 years ago. They can say, "Huh, you're someone from village, and it's not so cool to speak Ukrainian. Better speak Russian." That's what I experienced, but never against Russian language.
So, and Russian propaganda was like that Ukrainian language is something horrible, it's something bad, and you're from a village or not educated, and this is language for not educated people, and you should know Russian all the time. So, no, it was totally opposite in my life, in my bubble, in my experience. Okay, also Irina sagt, also ihre ganze Familie ist russischsprachig, ne? Ihre Eltern sprechen Russisch, auch und sie selber auch. Sie hat selbst erst eigentlich seit dem Kriegsbeginn oder seit der russischen Großinvasion angefangen, wirklich ukrainisch auch zu sprechen. Aktiv zu sprechen, weil es ihr auch eher schwer gefallen ist, weil sie mit Russisch aufgewachsen ist. Und dass die Diskriminierung, also vor allem oder zumindest auch hinsichtlich der Sprache eher noch andersrum ist, dass in der Ukraine man doof angeguckt wurde, wenn man dann ukrainisch gesprochen hat, weil das für viele eher was Dörfliches war, ne? Dass die Leute eher, dass das von der Stimmung her eher so war, dass Menschen, die ukrainisch sprechen, als Bauerntölpel oder uneducated Bauerntölpel gelten, also dass das einfach eher eher genau andersrum war und von der russischen Propaganda her sozusagen in die Richtung gedrängt wurde, dass Russisch sozusagen cool und hip ist und ukrainisch ist eher etwas, was einfache Leute oder nicht so coole Leute sprechen. Ja. That everything changed after 2014, after Maidan. A lot of people started to speak Ukrainian more, but after 2022, it's even more and more. And I think every day people started to speak more Ukrainian. Ja, also natürlich ist seit den Protesten vom Maidan in 2014 haben die Leute mehr angefangen, ukrainisch zu sprechen, auch ganz bewusst. Und natürlich seit der russischen Großinvasion, also 2022, wird es immer mehr. Und dass es jetzt sozusagen normal ist, ist natürlich auch staatlicherseits so. Also das ergänze ich jetzt nochmal, ne? Das ist, dass russische Einflüsse in der Ukraine von staatlicher Seite, sage ich mal, versucht werden zu eliminieren. Und das umfasst natürlich auch die Sprache. Es ist nicht verboten, Russisch zu sprechen, aber Ukrainisch ist die offizielle Sprache. Und je nachdem, in welchem Kontext oder in welcher Bubble man sich aufhält, ist es natürlich auch nicht so gern gesehen, dann Russisch zu sprechen. Viele sprechen Russisch miteinander. Auch zu Hause noch, aber natürlich hat sich da eine gewisse Abneigung auch entwickelt, diese fremd auferlegte Sprache irgendwie weiter lebendig zu halten in dem Land. Mein persönlicher Eindruck war, wie ich es verfolgt habe, dass eigentlich russische und ukrainische Menschen miteinander gut ausgekommen sind, ja. Bis dann die Einmischung Putins stattfand, bis dann die Leute aufgehetzt worden sind. Dann gab es halt auch diese Gegenreaktion, dass gesagt worden ist, wir wollen uns jetzt auch abgrenzen und deutlicher machen, wir sind Ukrainer, ja, gerade weil behauptet wird, uns gäbe es eigentlich gar nicht, wir wären in Wirklichkeit Russen. Ja, aber so bevor das alles stattfand, ja, bevor jetzt dann so 2012, 13, 14 die Konflikte eskalierten und die Auseinandersetzung im Teil des Landes war, da gab es eigentlich nicht so das große Problem doch zwischen der Ukraine und ganz normalen russischen Menschen, oder? Okay, so Axel's personal experience is that he thinks that Russians and Ukrainians, before all this happened and before Putin made a lot of problems, they were okay with each other. Like it was, they were okay before Putin started making trouble and putting war and aggression on Ukraine. But before 2012, 13, 14, before Maidan and everything, that there was not a problem between Russians and Ukrainians, really.
Yeah, not a problem like now, like war, but all history, they kind of try to take our culture and say that it's there, or just put Ukrainians like little brother, that war is nothing here, and Russia is a big brother, and we just should be quiet and listen to them, and we should not have our strong culture, strong national position. I don't know how to say it right. So, yeah, and for example, in Ukraine, when my mother studied in school. It was Russian school, not Ukrainian, and I think it's not normal when your neighbor put their school in your country with their language, not with your language, and try to, I don't know how to say, delete or all your cultural things and or your all your identity, like. And also teach them their narrative. And, ideology, their history. It was always like that. It was not so so dangerous like now. I don't know, this conflict like with war, but it was always there. Just imagine Holodomor. Holodomor, like Second World War. Right. So it was always there, but. I don't know, people were more quiet and anybody want any conflict. Okay, ich muss einmal ganz kurz sortieren hier. Jetzt kann ich schon meine Notizen nicht mehr lesen. Es ist natürlich so, dass das nicht nur durch Putin jetzt passiert ist, dass es Spannungen oder Konflikte auch zwischen Russen und Ukrainern gab. Irina empfindet das so, dass die Ukraine immer irgendwie als der kleine Bruder von Russland behandelt wurde, der einfach die Klappe zu halten hat und keine eigene Kultur, kein eigenes Nationalgefühl haben darf und so. Und dass Russland schon durch die gesamte Geschichte auch probiert, ukrainische Identität und auch ukrainische Kultur zu klauen. Kleine Side Note hier, einmal Ergänzung von mir. Was ich auch nicht wusste, ist, dass tatsächlich viele russische Künstler, ukrainische Künstler auch als russische Künstler, sag ich mal, proklamiert wurden. Und es gibt ganze Programme, die teilweise sich darauf konzentrieren, russische Künstler, sag ich mal, die Russland für sich beansprucht, klarzustellen, dass es eigentlich ukrainische Künstler sind. Das geht sogar bis in Museum of Modern Arts in New York, ne? Also da gibt es tatsächlich krasse Bestrebungen, sag ich mal, sich die ukrainische Kultur einzuverleiben und auch zu eliminieren. Und ihre Mutter selbst war in einer russischen Schule damals in der Ukraine und sie sagt, das ist ja eigentlich nicht normal, dass das dein Nachbarland in dein Land kommt, da eine Schule aufmacht, eine fremde Sprache unterrichtet, eine fremde Kultur und natürlich auch die russischen Narrative, den russischen Blick auf die Geschichte, sag ich mal, unterrichtet und die Leute dementsprechend ideologisch prägt. Und natürlich gibt es dann auch noch historische Beispiele wie die große Hungersnot, den Genozid an den Ukrainern und vielen anderen slawischen Bevölkerungen im Zweiten Weltkrieg, den Holodomor, wo die Sowjets die Menschen haben verhungern lassen zu Millionen. Während das ganze Essen nach Russland oder nach Moskau gegangen ist. Ne? Und diese geschichtlichen Beispiele gibt es viele, dass Russland einfach für die Ukraine in dem Sinne Aggression und Fremdbestimmung bedeutet. Es waren 4,5 Millionen Menschen, die da wirklich dann verhungert lassen worden sind. Ne? Was übrigens auch, wer es nicht weiß, also tatsächlich dieses Holodomor-Genozid, der wurde auch Ewigkeiten weggeleugnet von den Sowjets, die einfach gesagt haben, ach, auch hier wieder imperialistische Propaganda der USA.
Da kann man schon so gewisse Parallelen erkennen, auch dann jetzt zu Russland, was in Butscha geschehen ist und was an sonstigen Kriegsverbrechen aufgedeckt werden konnten. Da kommt ja das gleiche Narrativ auch wieder. Alles erfunden, stimmt alles nicht, ne? Ja, also ich glaube, diese 4 Millionen, ich glaube, das ist auch eher die Zahl von Todesopfern in der Ukraine. Ich glaube, insgesamt, auch in Russland muss man, und Polen sind ja auch Menschen gestorben. Und ich frage mich nicht genau, wo noch, aber der Holodomor hat ja auch andere Länder betroffen. Ich glaube, insgesamt sprechen wir hier von, ich glaube, 7 bis 8 Millionen Menschen ungefähr, die durch Hunger getötet wurden. Ja, durch das Sowjetregime, und das ist natürlich etwas, das auch tief sitzt, ne? Also es ist ja nicht nur, dass Russland den Holodomor nicht anerkennt oder leugnet, sondern es ist auch so, dass er vielfach gar nicht anerkannt wurde, sozusagen, ne? Also auch in Deutschland ist das, glaube ich, noch ein relativ neuer, ich sag mal, Side-Fact in der Geschichte, wo wir selber auch viel Schlimmes und viel Geschichte aufzuarbeiten haben, aber das ist auch noch nicht so bekannt, nicht so präsent im deutschen Bewusstsein, dass es diese Gräueltat gab, diesen Genozid, ne? So, jetzt kommen wir mal ein bisschen weg vom Krieg und wieder zurück auf deine persönliche Geschichte zu sprechen, Irina. Du bist ja nach Deutschland gekommen als Flüchtling und das ja auch relativ schnell, sage ich mal. Du sagtest, im März bist du schon hier hingekommen. Im Februar 2022 oder Ende Februar ging ja dann die russische Großinvasion erst los. Das würde mich jetzt persönlich interessieren, warum gerade Deutschland? Warum nicht Frankreich, England oder Holland? Warum bist du nach Deutschland gekommen? Hast du eine Verbindung zum Land? Hast du dir hier vorstellen können, dass du hier ein neues Leben beginnen kannst? Was waren deine ganz persönlichen Gedanken, als du dann ja deine Heimat verlassen musstest und gesagt hast, ich muss ein neues Kapitel jetzt irgendwo anders aufschlagen, weil ich eben einfach an der Ukraine keine Perspektive gerade sehe beruflich? Okay, so back from the war, back to your personal story. Why did you come to Germany specifically and not go to any other country? Like you could go to Poland or France or any other country. Do you have a special connection to Germany in any way? And what were your personal thoughts why you wanted to come to Germany and not choose another country when you realized that living in Ukraine under the circumstances wasn't possible anymore? First reason, it was because my grandmother and my father, they lived here, and I spent my childhood here in the summer, so I feel really connected with Germany, and I can easily understand language. I just feel this language. Sometimes I don't remember words, but I can understand what people are talking about. Second, I come to Berlin. Why Berlin? You know that some people who like to visit Ukraine from Germany, they say that Kyiv is New Berlin, and it's really like cities which is culturally super similar, and with a big techno scene, art, and vibe. So I feel here kind of home. That's why I'm in Germany and in Berlin. Okay, also Irina sagt, dass also der erste Grund für sie natürlich ist, dass ihre Großeltern aus Deutschland kommen. Die wohnen in Westdeutschland, nicht in Berlin, aber als Kind hat sie ihre Sommer oft hier verbracht, und deswegen hat sie eine persönliche Verbindung zu Deutschland und auch zu der Sprache. Sie kann Deutsch relativ gut verstehen, auch wenn sie es nicht super fließend spricht, aber sie fühlt die Sprache, und selbst wenn sie nicht jedes Wort weiß, dann kann sie schon einen guten Teil der Sprache verstehen und liebt die Sprache und fühlt einfach eine gewisse Verbindung dazu. Und warum sie jetzt speziell nach Berlin gekommen ist, ist der Grund, dass Kiew von vielen Menschen, die vielleicht auch aus Berlin oder aus Europa oder Deutschland Kiew besucht haben vor der russischen Großinvasion, auch oft gesagt haben, so Kiew ist das neue Berlin, es gibt eine sehr lebendige Techno-Szene, und sehr, sehr viel Kunst und Kultur, und da fühlt sie sich in Berlin einfach mehr zu Hause, weil es sie ja auch ein bisschen an Kiew
vor dem Krieg erinnert. Schön, kann ich absolut verstehen. Freut mich auch sehr, dass du hier dann ja einen Anlaufpunkt hattest, auch durch deine Großeltern. Mir klingt jetzt so ein bisschen im Ohr die Vorwürfe, die auch sehr schnell von rechten Extremisten ganz besonders, aber auch von linken Putin-Freunden gekommen sind. Die sagten, naja, die ganzen ukrainischen Flüchtlinge, die kommen ja nur, weil die jetzt hier Deutschland abkassieren wollen. Wenn du sowas hörst und dir sowas gesagt wird als Mensch, der sein ganzes Leben hinter sich lassen musste, der wegen einem bestialischen Krieg fliehen musste, ja, was geht in dir vor und was würdest du darauf antworten, wenn du sowas hörst? So Axel has always this voice in his head from many right-wing people in Germany and some Putin supporters that all the Ukrainian refugees are just coming to Germany for the money and they just want to, you know, cash in, get some nice money, easy money here. And what are your thoughts like when you hear this, when you actually flee from a terrible war and bombing and dying people. What do you think about this? Yeah, of course, it's sad to hear because I don't know, my bubble and me, I just want to work. I want to work and I want to have my life, what I had in Ukraine, just pay taxes, like learn language and live just normal life. I don't want to live here and take money from job center all the time. Not, of course. And maybe someone, yes, I don't know, but people from my bubble, they all want to work, and some of them work already and have a contract here, apartments, and even some of my friends never have anything with job center. So without any money, they just come, spend their money, and start to work immediately. Yeah, and I think what people should also not forget, and Yeah, definitely. that's something that also surprises me a lot. Ukrainians are not poor people, you know. Yeah, like Not we. all of them. Of course, there are poor people, Yeah. but sometimes there are rich Ukrainians, and they just because there's war in Ukraine doesn't mean that they don't have their Land Rover anymore or their Gucci bags, you know. It's There is people who are super upset because, oh, Ukrainian with Gucci bag, yeah, or Range Rover, yeah, but we run from war, not from poorness. Yeah. We also had something before war, and Ja. Okay, also Irina sagt, das ist natürlich traurig zu hören, wenn es Menschen gibt, die sagen, dass die Flüchtlinge nur wegen des Geldes herkommen. Sie selbst will gerne arbeiten, Steuern zahlen. Ja, das unterstütze ich jetzt nicht so selbst, das höre ich zum ersten Mal. Naja, Steuern gehören dazu. Nein, sie will Steuern zahlen, sie will die Sprache lernen hier. Und dass es sicherlich auch Menschen gibt, die das ausnutzen. Aber in ihrem Freundeskreis, in ihrem Bekanntenkreis, in ihrer Bubble ist es eigentlich so, dass die meisten Arbeit haben, arbeiten wollen und sie das nicht kennt, ne? Also die meisten haben ihren Arbeitsvertrag, ihre Wohnung und wollen einfach nur ein ganz normales Leben leben. Und dass die Menschen natürlich nicht in den allermeisten Fällen nicht vor Armut geflüchtet sind. Ne? Das gibt ja dieses Ressentiment, die ukrainischen Flüchtlinge kommen hier mit ihrem Range Rover und ihren Gucci-Sachen und so weiter. Nein, sie haben ja auch vor dem Krieg schon ihr Leben gehabt, gearbeitet, auch gutes Geld verdient und sind reich, einige vielleicht auch reich gewesen. Aber vor Krieg zu flüchten ist nochmal was anderes als vor Armut zu flüchten. Und das ist hier ja nicht der Fall. Also, I want to say that really I can understand that someone need help because someone really lose their home is bombed, for example, and there is no clothes, nothing left, and yeah, people need some help. What about me? I don't know. When I come to Germany, I understand that I need to work, and I go into work in garderobe in shitty bar downstairs with a lot of mold, how to say this? Schimmel, Mold, Yeah, ja. shimmel mold, and it was not good for my health, but I didn't want to go and sit on job center all the time, so I should move and do something.
Genau, und Irina wollte noch hinzufügen, dass es natürlich auch Menschen gibt, die alles verloren haben, die dann auch tatsächlich Hilfe brauchen, ne? Es gibt wirklich Menschen, deren Zuhause zerbombt ist, die nicht mal mehr Klamotten haben, und diese Menschen brauchen natürlich dann die Hilfe. Aber als sie nach Deutschland gekommen ist, hat sie sofort verstanden, dass sie arbeiten muss und auch will. Das war nicht ganz leicht. Sie hat dann zuerst in einem ja, für einen Minijob in der Garderobe von einer Bar gearbeitet, wo es irgendwie schimmelig war. Aber sie wollte einfach arbeiten und nicht einfach nur rumsitzen und nichts tun. Das würde ich jetzt auch gerne nochmal anfügen. Ich glaube, die wenigsten Ukrainer kommen hierher und gewinnen mehr, als sie verlieren, selbst wenn sie hier Sozialhilfe beziehen oder so. Irina hatte vor dem Krieg wirklich ein sehr gutes Leben. Sie war selbstständig, hat in einer eigenen Agentur gearbeitet und hat, und das muss man auch mal erwähnen, mehr Geld verdient als selbst mit ihrem Fotografie- und Social-Media-Jobs hier. Viele Menschen haben wirklich Großes aufgegeben, ne, um hierher zu kommen und in Sicherheit zu leben, und haben dann sozusagen ihr gutes Leben, das sie in der Ukraine hatten, gegen die Sicherheit hier eingetauscht. Und da gibt es tausende Beispiele. Auch in der Zeitung habe ich schon Beispiele gelesen von wirklich hochgebildeten, gut ausgebildeten Ukrainern, die jetzt ja, einen Aushilfsjob im Baumarkt anfangen, weil sie in dem Bereich, wo sie herkommen, nicht arbeiten können. So, ne? Ja, und ich weiß es auch, als wir zusammengekommen sind, hat Irina noch in dieser Bar gearbeitet und dann nochmal einen anderen Job gesucht. Und stellenweise ist es nicht so einfach, ne? Also hat dann für unter Mindestlohn für ein Reinigungsunternehmen gearbeitet und solche Sachen. Ja, weil es natürlich dann auch Sprachbarrieren gibt und so weiter. Aber diesen Vorwurf, dass die Ukrainer jetzt alle hier nur als Wirtschaftsflüchtlinge herkommen, der ist natürlich total absurd. Ich gehe mal so weit, das ist meine persönliche Meinung, die ich hier auch gerne den Zuschauern ja, mitteile. Wer auf dem Rücken von Menschen, ja, die aus einem Angriffskrieg flüchten, ja, die nach Deutschland gekommen sind, weil sie keine andere Wahl hatten, ja, außer sich vielleicht umbringen zu lassen oder ihr Leben in Trümmern zu sehen, die ein ehrliches Interesse daran haben, hier auch Teil der Gesellschaft zu werden, hier ihren Anteil zu haben. Und ich fand auch schon auch sehr bewegend, echt, wie die Irina gerade sagte, sie möchte ja auch Steuern zahlen, sie geht lieber irgendwo in einer verschimmelten Bar an der Garderobe arbeiten, als irgendwie hier Leuten auf der Tasche zu liegen. Das ist die Haltung, die ich von Ukrainern immer mitbekommen habe, wenn ich mit ihnen zu tun hatte. Das ist eigentlich lebensnah und lebenswirklich. Und wer meint, diese Menschen hier schlecht machen zu müssen oder zu behaupten, naja, die kommen hier nur wegen des Geldes hin, der ist einfach ein Arschloch und soll die Fresse halten. Das muss man einfach mal so ganz deutlich sagen. Ja, da sollte jeder mal in sich gehen und sich die Frage stellen, wie er reagieren würde, weil diese ganzen Tastaturhelden, die auf dem Rücken von Schwachen und Menschen, die von Krieg und Leid und Elend betroffen sind, sich meinen, da produzieren zu müssen, das wären doch die Ersten, die auch sofort laufen gehen würden, wenn hier in Berlin der Russe einmarschiert. Ja, das ist so meine persönliche Meinung dazu. Ich fand es aber ganz, ganz wichtig, dass hier auch noch mal aus dem Munde von einer Betroffenen selber zu hören, die auch einen guten Einblick in die Community hat, die jetzt junge ukrainische Menschen gerade auch in Berlin, aber auch anderen Teilen Deutschlands bilden. Und ja, das sind keine Leute, die sich auf die faule Haut legen oder irgendwie dem Steuerzahler sein hart verdientes Geld aus der Tasche leiern wollen. Im Gegenteil, die wollen hier auch nur ihr Leben in Freiheit und Frieden fristen. Ja? Und dabei sollten wir sie unterstützen. Und da sind wir auch schon direkt beim nächsten Thema. Wie können wir das denn tun? Ja, Irina, du bist ja hier auch aktiv. Vielleicht erzählst du uns mal ein bisschen, was du hier jetzt in deiner neuen Heimat tust, um deine alte Heimat zu unterstützen und für deine Familie, deine Freunde, für dein Land noch da zu sein und was wir vielleicht als Deutsche da noch tun könnten, um zu helfen und zu unterstützen. Axel is asking, how can people support Ukrainians from here? Like, what do you do? What do we do to support people in Ukraine, in your old homeland? And what could people do here?
What possibilities do they have? Yeah, sometimes it's nice to send some equipment for guys in the army from Europe because we have no opportunity to order from Ukraine because delivery only to Germany or to Poland, not in Ukraine. So if someone can send somehow, it could be nice. Also, nice to support people after army, for example, with traumas, and when they cannot fight anymore, but you know their life is totally destroyed because of trauma. For example, I have my father is like best friend yeah. From the army. And now he has a trauma in. How to say? In the hips, I think. In the yeah. hips, it's totally destroyed because after fighting, and it was like 1 year after this, and this guy cannot move anymore, and he need a big operation, and he needs money for that, and yeah, it's nice to support that people who are, I think, totally desperate and like after. After army, because nobody's care anymore, to be honest, about them, and someone should help. I think that would be nice, especially for people who don't want to sponsor army with a weapon. I know that there is a lot of people like that. They can help people who are not in the army anymore, or people who are without their home anymore. Yeah, something like that. Okay, also Irina sagt, es gibt natürlich verschiedene Wege, die Ukraine zu unterstützen. Ich kann es noch einmal kurz einschieben. Wir hier sind sozusagen aktiv in dem Bereich, dass wir viel spenden natürlich, auf Demos gehen und auch einige Organisationen unterstützen. Irina macht ja viel im Social-Media-Bereich und dann auch manchmal natürlich auch gratis, um dann entsprechend ukrainischen Organisationen Reichweite zu geben. Aber man kann natürlich Equipment an die ans Militär schicken, dass sozusagen man in der Ukraine nicht bestellen kann, sondern nur hier. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was genau, ob das vielleicht so. What kind of equipment were you talking about that you can order only here? Like, yeah, for example, one woman asked me, yeah, a tourniquet and on a AK, not yeah, AK, like this when you scopes, yeah, okay. Sorry, I'm not ja, okay, das ist schon sehr speziell. Also Irina meinte gerade, dass man vielleicht, jetzt weiß ich das auch my auf English Deutsch gar nicht. Finish here. Ja, I don't, my German finishes. Also, dass man zum Beispiel Tourniquets schicken kann. Das sind diese Druckverbände, mit denen man Extremitäten abbinden kann oder auch Zielfernrohre für AKs oder so. Aber dass es natürlich auch möglich ist für Menschen, die vielleicht nicht so sehr Waffenlieferungen oder selbst Waffen für Waffen spenden wollen, ukrainische Veteranen zum Beispiel zu unterstützen, wie den besten Freund ihres Vaters, der seit einem Jahr mit einer zerstörten Hüfte rumläuft. Irina hatte mir gerade noch vor dem Stream hier Röntgenbilder gezeigt. Ich konnte da nicht hinschauen. Ich kann mir nur annähernd vorstellen, wie schmerzhaft das sein muss. Dieser Mann kann nicht mehr laufen. Er wurde direkt an der Front verwundet durch, ja, ich glaube, irgendein Schusswechsel. Die Hüfte ist auf jeden Fall zerstört. Er braucht eine neue Hüfte. Die ukrainischen Veteranen sind teilweise einfach, ja, werden so ein bisschen vergessen, sind auf sich gestellt, werden vernachlässigt. Und da kann man natürlich auch dann spenden. Und genau, also da gibt es durchaus Möglichkeiten. Ich kann das vielleicht auch nochmal ergänzen. Das hatten Axel und ich ja auch schon in dem Stream damals aus Kiew thematisiert, dass wir natürlich auch Freunde haben vor Ort, die
Kämpfen an der Front oder auch Freunde, die Hilfe organisieren, wie die Freundin von Irina, Daria, die auch Verwandte im Krieg verloren hat. Ihr Vater ist gefallen. Ich glaube, ihre besten Freunde auch und die jetzt ihr Leben, sag ich mal, der humanitären Hilfe widmet. Also da haben wir auf jeden Fall auch einen sehr, sehr guten Draht. Es gibt einfach, das ist, glaube ich, ein bisschen auch das Problem. Es gibt viel zu viel Bedarf und jeder hat Verwandte, Freunde, die an der Front sind, deren Haus zerbombt wurde, die leiden und die irgendwas brauchen. Ne? Ob es jetzt Hightech-Militärequipment ist, eine neue Hüfte oder einfach nur ja, militärische Feldrationen oder eine Decke oder so. Ne? Also es ist wirklich, man kann an allen Ecken und Enden helfen. Und ich glaube, Axel, du bist ja auch sehr, sehr offen dafür, dass wir dann den einen oder anderen Link nochmal teilen. Wer für den Freund von Irinas Vater spenden möchte, kann das natürlich auch tun. Wir haben jetzt da kein, da gibt es kein offizielles Spendenkonto Yeah, oder so, aber we have all information, photos we can ja, send also das after. wäre dann sozusagen so ein bisschen auf persönlicher Ebene und Vertrauensbasis. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass das Spenden in die Ukraine trotz des relativ modernen Systems mit Monobank, was so ein bisschen sowas ist wie That's Revolut oder difficult. N26, doch relativ schwierig ist. Deswegen würden wir das dann über einen Umweg machen und wahrscheinlich einfach einen deutschen PayPal-Account nehmen und von dort aus dann das Geld rüberschicken. Aber ja, da gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Und ich möchte es auch nochmal anfügen, also von meiner Seite aus, was man natürlich auch machen kann, ist nicht, also immer kritisch zu bleiben, russische Narrative zu entlarven, zu enttarnen und zu hinterfragen. Das kann teilweise sehr, sehr subtil sein, aber alles, was in diesen Zeiten spaltet, radikalisiert, in irgendeiner Form aufwiegelt, kann schon für russische Propaganda gebraucht werden, einfach um uns zu destabilisieren. Das heißt, einfach cool bleiben, zweimal nachdenken und ja, sich nicht spalten und radikalisieren lassen und natürlich auch Präsenz zeigen, die Ukraine weiter thematisieren, sich zu bilden, was das angeht. Hier in Berlin ist jetzt auch am Wochenende eine Großdemonstration von Vice. Das ist eine der größten ukrainischen Organisationen hier in Deutschland, zum Jahrestag sozusagen der russischen Großinvasion. Die Demonstration heißt Frieden verteidigen. Und ich denke, da ist dann auch ganz klar, in welche Richtung das geht. Wir müssen weiter Druck aufbauen und auch unseren Politikern signalisieren, dass die Ukraine volle militärische Unterstützung braucht. Und es dann auch keinen Weg dran vorbei gibt, sich vor gewissen Waffensystemen, die sie sich wünschen, namentlich Taurus und dergleichen, zu drücken. Da direkt mal zwei Anmerkungen. Also Vice, ganz, ganz wichtige, tolle Organisation, die auch immer wieder auch enttarnt, wie Russland versucht durch Propaganda und auch Instrumentalisierung von willigen Helfershelfern der AfD oder auch des Bündnis Sahra Wagenknecht Einfluss auf den politischen Diskurs hier zu nehmen. Die stellen das sehr, sehr gut dar. Da lasst auf jeden Fall mal gerne einen Klick da, auch bei Instagram oder schaut auf ihrer Seite vorbei. Wir werden auf jeden Fall nach dem Stream auch noch ein paar Links weitergeben. Ich werde auch deinen Instagram-Account wieder verlinken. Das heißt, wer von euch da unterstützen möchte und diesen ganz besonderen Fall von dem Veteran mit der zerstörten Hüfte, wer da was geben möchte, kann sich dann gerne direkt an den Vincent wenden und da mit ihm was absprechen. Es wurde hier auch schon gefragt vom Decknet 100, auch schon lange hier auf dem Kanal dabei. Wie kann man denn an die Veteranen spenden? Gibt es da eine gute Orga? Also das müssen wir nicht jetzt direkt beantworten, da gibt es sicherlich sehr viele. Wir werden auf jeden Fall im Nachgang hier ein paar nützliche Links zusammenstellen und die auch dann euch an die Hand geben zur Weiterverbreitung oder auch zur direkten Hilfe und Unterstützung. Ich würde jetzt gerne nochmal eine Frage einwerfen, die auch ganz, ganz oft nochmal von breiten Teilen der Bevölkerung kommt, die gar nicht irgendwie auf dem rechten oder linken Spektrum radikalisiert sind, sondern die diese Haltung vertreten.
Naja, jetzt liefern wir Waffen an die Ukraine und dann geht der Krieg ja immer weiter und der Krieg fordert Opfer. Wäre das denn nicht besser, wir stellen die Waffenlieferungen jetzt ein, denn wenn keine Waffen da sind, ist der Krieg ja schnell zu Ende. Was sagst du dazu, Irina, wenn du sowas hörst? Und was würde das deiner Meinung nach für die Ukraine und ganz speziell für dein Leben und das deiner Familie und Freunde dort bedeuten, wenn wir wirklich sagen würden, keine Waffen mehr, dann ist der Krieg ja bald vorbei? Okay, so this is a question that comes from many people, not only from the radical left and right, but also from the middle. Like it's as you know, a broad, or I wouldn't say a majority, but a mainstream question that some people think that when we stop sending weapons to Ukraine, we can end the war like this, and so we just stop sending them, and the senseless killing and dying stops. And you know that we save a Yeah, I read lot more about it, lives yeah. because if we put more and more weapons, the war goes on, more people die, more weapons, more death. So what is your thought on that? What would happen if we stop sending weapons? Yeah, if we have no weapons, we cannot protect ourselves, and they will just come, take Ukraine, for example. Maybe after some years they decide to take Germany or something else, who knows? Because it's Russia, you never know what they want. You never want what they're ready for and what they can do, because they're super aggressive, and I don't think there is some morals or something. But me and my country, we should protect our home, our identity, our people, our culture, and we don't want this war as well. But how we should survive? They just will come and make in Ukraine what they did in Bucha or Irpin, and of course people are afraid of. So if you have a solution how we can finish this without weapon, just tell. But I don't know, I don't know. Like I hear all the time that this narrative that, oh, don't send weapon to Ukraine and the war finish. Okay, so what is solution? How war should finish? They will just come and take us, and maybe you then, and maybe someone else. I don't see logic here, to be honest. Okay, so first of all, Irina doesn't. Jetzt, jetzt ist genau das passiert, was ich mir nämlich gedacht habe, dass ich einfach auf Englisch weitermache. Nein, also Irina sagt, es ist natürlich die Frage, wo ist die Logik, was passiert, wenn Russland wirklich dann, wenn der Krieg zu Ende ist, die Ukraine hat nicht mehr die Möglichkeit, sich zu verteidigen. Wer ist als nächstes dran? Ne? Diese Frage wird ja immer oft gestellt. So Deutschland, Polen, baltische Staaten, kein Mensch weiß es. Russland ist ein Aggressor, Russland ist aggressiv und die Ukrainer wollen sich verteidigen, ihre Kultur, ihr Leben, ihr Land, ihre Sprache und ja, und auch einfach ganz, ganz einfach ihr Leben. Ne? Es geht ums Überleben. Und wenn man und sie wollen den Krieg ja nicht, sie haben sich den ja nicht gewünscht oder ausgesucht, aber es geht einfach darum, sich zu verteidigen gegen einen Aggressor. Und wenn man Russland jetzt gewähren lässt, weiß man nicht, was passieren wird, ob nicht Massaker wie in Butscha oder Irpin passieren könnten. Und the massacres in Butscha und Irpin is just one example, right? Yeah, Just look at Mariupol and who knows what I don't happens in know what will these happen, cities. and we don't want a war. We just want to protect ourselves. We don't want to take this weapon and go to Moscow. We just want to protect our country and our people somehow. That's it. That's all what we wanted. Ja, und also es gibt einfach keine Logik dahinter, zu sagen, okay, wir stellen die Waffenlieferungen ein, weil wenn jemand irgendeine Lösung hat, wie man sich ohne Waffen verteidigen kann oder das beenden kann, dann gerne her damit, aber es gibt halt keine. Und also Butscha und Irpin sind zwei Beispiele, aber ich würde an dieser Stelle auch nochmal einfügen, das wollte ich eigentlich Mariupol. eben genau.
Eben schon nochmal erwähnen, es gibt gerade in der ADAD-Mediathek den Film 20 Tage in Mariupol. Und ja, guckt euch den gerne mal an. That's horrible. Wir haben den vorgestern hier bei einer Veranstaltung im Kino gesehen und Everyone cried, literally. ja, I could cry again. Es ist unglaublich. Es ist eine Dokumentation von einem Journalisten, der zur Invasion in Mariupol war. Und das Leid ist, das, es ist, ich hasse diese Floskeln, aber man kann es sich nicht vorstellen. Ihr müsst euch das angucken. Guckt hin, schaut nicht weg. Es ist schwer, nicht wegzuschauen, aber die Bilder sind höchst verstörend. Man sieht Kinderleichen, Massengräber. Und dann kann man sich ja ungefähr vorstellen, was in besetzten Städten passiert oder auch in Städten, über die die Russen rüberrollen. Auch in Awdijiwka haben wir jetzt gesehen, Kriegsgefangene werden erschossen. Es sind wieder Berichte aufgetaucht von Kriegsverbrechen an Zivilbevölkerung, die mit verbundenen Augen gefesselt abgeführt werden. Gott weiß wohin, was mit diesen Menschen passiert ist. Es werden Kinder gekidnappt und entführt. Man spricht von There are maybe tens of thousands of kids been kidnapped. Tausenden, Zehntausenden Kindern. Also das ist jetzt meine Einschätzung, my opinion. Wenn Russland, ja, wenn Russland nicht gestoppt wird, dann wird ist das das Ende der ukrainischen Kultur und auch der Not Menschen. only Es that. wird ein Genozid geben. Putin, sorry, Putin sagt das ja ganz offen. Also es ist jetzt nicht deine Einschätzung nur, dass man sagen kann, ach, der Vincent, der erzählt da was. Putin sagt immer wieder, es gibt kein ukrainisches Volk, es gibt keine ukrainische Kultur und wer was anderes behauptet, der wird dafür zur Rechenschaft gezogen. Das heißt, es ist schon ein genozidaler Angriffskrieg. Hier soll ein Völkermord stattfinden. Es soll die Ukraine quasi getilgt und zu Russland gemacht werden. Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig, hier nochmal anzufügen, dass Putin das selber immer wieder als Ziel vorgibt. Ja. Ja, ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass der Völkermord passiert. Wie gesagt, Mariupol ist gefallen, relativ schnell nach der Großinvasion. Wir können nur spekulieren, was in diesen Städten teilweise passiert, wie es der Zivilbevölkerung teilweise geht, was noch passiert ist, was nie jemand erfahren hat, welche Kriegsverbrechen begangen wurden. Die Berichte, also es wird ja alles dokumentiert. Ich lese Berichte über strukturelle sexuelle Gewalt an Kindern, um die Moral zu destabilisieren. Es wird auf allen, auch nur erdenklichsten, grausamen Ebenen gefoltert, gemordet ja, einfach nur Leid verbreitet. Also die Antwort ist ganz klar. Die Ukrainer sollen vernichtet werden. Soll ich das nochmal übersetzen für Irina oder in welche Richtung? Ja, gern, dass sie, damit sie Bescheid weiß. Vielleicht hat sie da noch eine Ergänzung dazu. Dann übersetzt ihr das Okay. mal. Axel also added that Putin openly says there's no Ukrainian people, there's no such thing as Ukraine, there's no Ukrainian identity and that this does not exist and this itself has a genocidal is a genocidal approach to the whole invasion. That's true. Also, they openly say that they will go to Baltic countries and like on the TV shows, and so they do it, they say it openly. So, I mean, the information is there, right? so it's not secret. It's not always So, Putin, but also there are other propagandists on TV yes, and and yeah, that's a question. Like, should you send weapon to Ukraine? I think, yeah, we're like, first protector from, yeah, because if Ukraine fall, who knows what next? Nobody know. Ja, also Irina sagt natürlich, ist die Ukraine sozusagen die erste Frontlinie, die erste Puffer sozusagen nach Europa
und der Schutzschild. Und wenn die Ukraine fällt, kann keiner vorhersagen, was als nächstes passiert. Und dass auch ganz, ganz klar und offen darüber gesprochen wird, dass sie auch das Baltikum wollen. Ne? Das ist vielleicht nicht immer Putin alleine, Putin direkt, aber Propagandisten im Fernsehen, in Fernsehsendungen wird das thematisiert, radikal diskutiert und propagiert, ja. Da anschließend passt vielleicht eine Frage an Irina, die der Moto gestellt hat, auch schon lange hier bei Förderer, auch Moderator, der ganz gute Arbeit leistet. Er fragt, was Irina von den westlichen Staaten denkt, die jetzt der Ukraine die notwendigen Waffen verweigern. Ja, also wie wir mitbekommen haben, durch die Blockadehaltung der Republikaner, die ja da eine isolationistische Position vertreten und sagen, die USA soll sich raushalten aus diesem Konflikt, die liefern ja gerade keine Waffen an die Ukraine. Hier springt Deutschland ja zwar ein, aber weigert sich zum Beispiel auch immer noch, zum Beispiel das Taurus-System zu liefern. Was ist da Irenas Einstellung zu und was würde sie, das würde mich dann auch mal interessieren, diesen Politikern gerne deutlich sagen? Okay, so what do you think about those Western countries who do not send weapons or who do not send weapons at this point of time, like politicians in America, like Republicans who are blocking the military help for Ukraine, or even Germany who has to jump in and compensate a lot for the Americans, but we don't send Taurus and all this, and I think we could address this also here, a country like France, who did not send a fraction of the weapons that we send and the help. I think compared to Germany, it's only 500 million compared to around, I don't know, 40 billions. So what would you tell these politicians directly in terms of the weapon deliveries? I don't know what's then behind these decisions not send weapon to Ukraine. But there should be something, maybe they're afraid of Russia, or I don't know, someone is friends with Russia, or I don't know, maybe someone don't understand what's really going on and how close this war is. It's not so far, it can come to you. To be honest, I don't know what to say. I really don't know. Yeah, it's really not easy to understand. I mean, in America, it clearly has other political. It's just used as a. So it's like a super difficult question to be honest. It's not like. To make it a little bit easier. Yeah, I don't want a political analysis from you. That's a very difficult theme complex. We could talk hours and hours and hours about and didn't come to an end. I just want. From your personal point of view, as someone who came from the land, who is now attacked and where is a terrible war going on that endangers the forthcoming, the life of all the people you know and the future existence of your country, what would you as a person tell the politicians? Who say, we don't want to give the Ukrainian people more weapons, we don't want to give the weapons they're begging for. What would you say to these people from a personal point of view? We can make a corridor from Russia to you. That's a good idea. Just to experience, maybe you will change your mind. I don't know. Just open your eyes, you know, just understand that we are like a shield, and please, like, we give our lives, to maybe save, I don't know, Europe, part of Europe. So please give us a little bit of instrument with what we can protect. So we put the most important, it's our lives. You can give machines, you can support, and it would be nice to save your lives, our lives, and our countries, our people. Übersetzt den Komplex nochmal. Ich habe da gleich noch eine Anschlussfrage, aber wir übersetzen gerade nochmal, dass wir auch wieder pari sind mit allen, die vielleicht kein Englisch können. Ja, also
Ja, Irinas Gedanken dazu, was sie Politikern sagen würde, die einfach keine Waffen schicken, wie die Amerikaner, die gerade ihr Militärpaket blockieren, oder Deutsche, die keinen Taurus schicken und so weiter. Für sie ist das eine sehr, sehr schwierige Frage, und sie versteht nicht ganz die Entscheidungen, die dahinter stehen. Dass vielleicht auch Angst eine Rolle spielt oder auch eine gewisse Freundschaft mit Russland. Ja, du hast dann ja nochmal nachgehakt, wie man da, was man ganz konkret den Politikern sagen könnte. Und Irenas erste Antwort war, wir könnten ja einen Korridor machen durch die Ukraine für die Russen, und dann vielleicht, Joke. ja, also es war, ich bin schlechter drin, jetzt den Scherz hier nochmal, aber ne, das einfach nur mal so, man am eigenen Leib erleben kann. Und dann vielleicht auch nochmal seine Meinung ändert, wenn die Russen dann vor der eigenen Haustür stehen und das Leid, das in der Ukraine geschieht, hier verrichten. Aber ernst gesprochen ist es natürlich so, dass die Ukrainer ihr Leben geben, ihr Leben opfern für ihr Land und auch ein Stück weit natürlich für Europa und dafür, dass die Russen nicht weiterkommen und sie einfach nur gerne bitte diese Waffen haben möchten, die Instrumente, um sich zu verteidigen, weil den Rest, den erledigen sie ja selber. Sie brauchen einfach nur die Instrumente, um sich verteidigen zu können. Und sie opfern ihr Leben, sie opfern ihre Liebsten, aber sie brauchen einfach die Instrumente dazu, die Waffen. Das ist nämlich auch meine These, die ich immer wieder von Anfang an schon vertreten habe. Die Ukraine führt einen Verteidigungskrieg gegen einen Aggressor und verteidigt auch unsere Freiheit, unsere Lebensart, ja, all die Privilegien, die wir genießen, weil wir in einer demokratischen Kultur leben und nicht in einem autoritären, illiberalen Unrechtsstaat, wie Wladimir Putin ihn gerne verwirklichen möchte, um seine Großmachtsfantasien umzusetzen. Und da würde ich Sie auch mal fragen, ob Sie das, ich meine, es klang eben schon so an, aber auch noch mal ganz deutlich hören, ob Irina auch glaubt, dass die Ukraine hier auch stellvertretend für uns Europäer und für uns Deutsche kämpft und ja, dass wir daraus auch eine Verpflichtung ableiten sollten, sie da so gut es nur geht und so massiv wie möglich zu unterstützen. This has been Axel's opinion from the very beginning, that Ukraine is also fighting for our freedom and our ideals, our liberal society Ja, and das stimmt. Western democratic ideals. Do you also believe Ukraine is fighting for us, for Western Europe, for Europe? And for the freedom, is that also your opinion, Yeah, or? it's my opinion, and it's in Ukrainian society we talk about this. It's in our news, in our Ukrainian bubble, we talk about that. Yeah, we. It's totally true. Ja, also Irina stimmt voll zu. Es wird in den ukrainischen Medien thematisiert, dass genau das ist. So, dass die Ukraine natürlich die Leute darüber reden, dass sie auch für Europa und für die Menschen hier kämpfen. Auch hier nochmal eine kleine Ergänzung. You remember when we first went to Mother Ukraine Memorial? Es gibt in der Ukraine dieses Denkmal, die Mutter Ukraine Denkmal. Und drumherum ist ein riesiges, auch eine Gedenkfläche mit verschiedenen Orten. Und gleich am Eingang, an der einen Seite, ist ein großes, ja, so Art Mural. Do you remember Ukraine, the Shield of Europe? Oh, ja. Fand ich sehr, sehr It's like normal eindrücklich. thing, yeah, we. Ja, also da hat man dann natürlich gesehen, ne, die Ukraine, die sozusagen als Landfläche die Raketen vom Rest Europas abhält, das ist natürlich sehr überspitzt und bildlich dargestellt. Aber ich denke, es bringt es sehr auf den Punkt, dass das in der Ukraine bewusst ist und dass was dort auch geopfert wird und wie die Ukrainer sich auch selbst sehen. Ich denke, das kann und muss man ihnen auch hoch anrechnen, weil es ja auch zum europäischen Gedanken und zum Zusammengehörigkeitsgefühl dazu gehört, dass sie wirklich sich als welche von uns begreifen und nicht als Russen.
Danke, das nochmal in dieser Deutlichkeit zu hören. Ich würde sagen, wir haben jetzt schon echt viel besprochen, sehr viel komprimiert dargestellt. Ich würde jetzt nochmal der Community die Gelegenheit geben, Fragen an euch zu richten. Und ja, zwischendurch, damit die Leute sich Fragen überlegen können und ihr vielleicht schon mal in den Chat reinguckt oder ich was raussuche, muss ich natürlich die obligatorische Werbung machen. Ja, wer es noch nicht mitbekommen hat, ich habe vergangenes Jahr ein Buch rausgebracht, in dem ich über mein Leben erzähle, meine Radikalisierung als auch meine Deradikalisierung. Das ist nicht nur eine autobiografische Darstellung, sondern auch eine Handreichung, wie Extremismus effektiv bekämpft werden kann. Das Buch Ich war der Hitler von Köln, mein Weg aus der Neonazi-Szene und wie Extremismus effektiv bekämpft werden kann, ein Aussteigerbericht, könnt ihr auf Amazon, könnt ihr bei Thalia, Hugendubel oder auch beim Buchladen um die Ecke bestellen. Und wer es noch nicht getan hat, dem sei es hiermit ans Herz gelegt. Wer sich darüber hinaus fragt, wie kann ich den Axel sonst irgendwie erreichen, um ihn mit Fragen, Reaktionsvorschlägen und vielleicht auch dem einen oder anderen Like und Abo zu unterstützen, ihr findet mich natürlich auf YouTube, dann wärt ihr ja nicht hier. Falls ihr noch nicht abonniert habt, bitte macht das. Wir sind kurz davor, die 10.000 zu knacken, da fehlen nur noch wenige 100 Abonnenten. Da könnt ihr also auch gerne mal die Schwiegermama, den Schwiegerpapa oder auch den unehelichen Halbstiefschwippschwager eures Friseurs fragen, ob der nicht Bock hat, hier einen Kanal zu abonnieren, der wichtigen Content macht, wie ich finde, damit ihr immer auch up to date seid, was so auf meiner Community-Seite gepostet wird, wo ich auch Links und Verweise kundtue, wo ich sonst überall auftrete und zu finden bin. Demnächst bin ich zum Beispiel bei Bärbel Schäfer im Buchtalk, um mein Buch vorzustellen und ein bisschen über die aktuelle Situation in Deutschland zu quatschen. Dann müsst ihr auch die Glocke drücken. Ihr findet mich natürlich auf Instagram, ja, da seht ihr schöne Fotos, schön in Anführungsstrichen. Ich bin ja auch darauf zu sehen und könnt ein bisschen auch in die Stories gucken, was ich da an Kommentaren und Positionen verbreite. Da habe ich auch ganz, ganz viel zum Ukraine-Krieg gemacht, habe erst kürzlich auch ja, russische Desinformationskampagnen mit Hilfe der AfD thematisiert. Also da werdet ihr auch immer mal wieder versorgt mit Infos, Neuigkeiten und interessanten Content. Auf Twitter heißt jetzt X, ja, ist wie Rider und Twix, bin ich natürlich auch zu finden. Und last but not least auf PayPal, falls ihr mich unterstützen möchtet, damit dieser Kanal auch künftig weiter prosperieren, vorankommt und ich dann auch zum Dankeschön den Vincent das nächste Mal, wie wir uns sehen, lecker zum Essen einladen darf. Natürlich vegetarisch, der Mann ist ja Vegetarier und falls es sich ergibt, auch gerne seine bezaubernde Freundin, die liebe Irina. Ihr könnt natürlich auch diesen Kanal regelmäßig unterstützen, indem ihr eine Kanalmitgliedschaft abschließt auf verschiedenen Ebenen. Und ich bin auch bei Patreon. Da könnt ihr ja eine Patenschaft übernehmen und Pate werden, ohne in die Mafia eintreten zu müssen. Auch das ist für viele vielleicht interessant. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Es kommt jetzt auch wieder regelmäßiger Content auf der Kanalseite und der Patreon-Seite für Förderer und Unterstützer. Das wird nicht allzu viel sein, ja, aber schon, damit sie ein bisschen was für ihre Unterstützung auch bekommen. Zum Beispiel Transkripte von Interviews, die ich eingereicht habe, die dann gekürzt in den Medien wiedergegeben worden sind. Ich habe mit dem Vincent auch schon mal ein spezielles kurzes Video aufgenommen. Das werden wir in Zukunft vielleicht auch mal machen, dass wir dann nach so einem Stream nochmal ein, zwei Sachen besprechen, die dann exklusiv hochgeladen werden. Ja, ich will den anderen nichts vorenthalten. Wenn ich unterstützen kann oder möchte, verstehe ich. Aber diejenigen, die tun sollen, zumindest da auch ein kleines Benefit haben. Das wäre dann die Werbung in eigener Sache. Und jetzt schauen wir doch mal, was dann hier an Fragen kommt. Pink Panther fragt, eine Frage, vielleicht nicht direkt an die beiden, sondern, oh, warte mal, jetzt muss ich, jetzt ist zu schnell gegangen, Entschuldigung, jetzt muss ich hier mal auf der Hauptseite nachgucken. So, sondern vielleicht eine Achse, wie schätzt ihr ein, wie können wir als einfache Bürger den Druck auf unsere Regierung erhöhen, Hilfen, Waffen zu senden? Ich würde sagen, als ja nicht direkt Betroffener demonstrieren, ja, die Abgeordneten anschreiben, den Parolen widersprechen, die von der AfD und Sarah Wagenknecht ganz massiv in die Welt gesetzt werden. Naja, keine Waffen mehr liefern, sich neutral verhalten und der Ukraine eine Schuld zusprechen, auch an diesem Angriffskrieg, auf Abstand zur NATO gehen. Das sind alles Dinge, da müsste man am besten schon direkt den Stinkefinger ausfahren und sagen, Alter, wenn du sowas erzählst, dann hast du einen am Kopf. Aber ich gebe die Fragen natürlich weiter an euch beide. Was glaubt ihr, was wir so als einfache Bürger in Deutschland tun können, um die Regierung dazu zu bringen, jetzt endlich das zu liefern, was die Ukraine braucht, um ihr Überleben und auch unsere Freiheit zu kämpfen? Okay, so one of the questions from the community is, what can we as the common people do to support Ukraine
and what can we actively do, you know, on a very simple and personal level. Axel just gave some examples, like writing to some people in parliament, speak out against Russian narratives when people come that's really with important. These with these things, and also speak out against the radical left and right, like that's totally true. What you can do is just try to stop this Russian propaganda narratives and try to show people what is fake news, what is not, and just open eyes for them. I don't know. Yeah, that's minimum what you can do, and really Ukrainian people would be super thankful for that. Yeah, and how to put pressure on politicians, I think. Yeah, maybe if you can support our demonstrations and go with us, and that government see that it's not only Ukrainian people, also German people with us and support us, and maybe it would be like for them. Yeah. No, I think for Ukrainians it's really and important for us to support, see yes, that there's, because even when I was in when we were in Ukraine and I was there, and I felt kind of you know, we had the stream together, Axel, and I felt kind of weird, like, should I really show this? Do they think I'm some kind of a sensation seeker? This is not how Ukrainians see it. Ukrainians want the world to see. Ukrainians want you to, and they support you in any way. Like, they, as soon as they notice there's somebody who's putting out a message, they are trying to support you in any way. Oh, you need somebody to talk to? Do you want to show something special? Like, can we do anything for you? So I think it's really important just to talk about it. Never Vincent, be silent Vincent, 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 wenn das keine Frage wird und du dich an die Zuschauer richtest, dann sprech Deutsch. I'm thinking to get in, ich versuche so ein bisschen das hier. Okay, es klang nur so ein bisschen so, als wenn du schon geantwortet hättest. Wollte nur klarstellen, dann bitte auf Deutsch. Nur zur Info, falls du. Ich versuche es nochmal auf Deutsch auch. Also Irina sagt auf jeden Fall, dass es wichtig wäre, auch für Deutsche an ukrainischen Demonstrationen teilzunehmen. Die Ukrainer sind unglaublich dankbar dafür. Und ich weiß auch, dass es ihnen viel bedeutet, wenn Deutsche sich solidarisieren. Und natürlich auch, was extrem wichtig ist, einfach den russischen Narrativen zu widersprechen, Fake News zu enttarnen, darüber zu sprechen und aufzuklären. Ich habe eben dann auch nochmal ergänzt, dass die Ukrainer tatsächlich oder wir die Erfahrung gemacht haben, dass es ihnen sehr wichtig ist, dass solche Sachen thematisiert werden und dass man das wirklich auch sehen kann, dass als wir zum Beispiel den Stream aus Kiew gemacht haben, ist da man in dem Sinne jetzt keine, die sind nicht verletzt oder so, weil man da irgendwas zeigt so und die denken vielleicht, was ist denn das für sensationsgeile Westler oder so. Nein, die Ukrainer wollen, dass die Welt das sieht. Die wollen, dass alle wissen, was dort geschieht, was für Unrecht passiert. Und so gesehen ist es immer wichtig, das zu thematisieren und auch klarzustellen, zu zeigen, aufzuklären, was wirklich in der Ukraine passiert, dass es nicht in Vergessenheit gerät, was natürlich bei Kriegsmüdigkeit, bei vielen anderen Konflikten auf der Welt geschehen kann. Und etwas, das ich auch nochmal jetzt mit ergänzen wollte, ist politischer Druck, ganz klar auch über Wahlen. Die AfD hat auch mit den Problemen, die sie jetzt bekommen hat durch diese Korrektivrecherche und dass sie natürlich jetzt als die Faschisten enttarnt wurden, die sie auch nun mal sind, trotz allem noch sehr, sehr hohe Umfragewerte. Und es gibt keine Partei, außer vielleicht die Sarah-Wagenknecht-Partei, die deutlicher Richtung Russland sich orientiert und ganz klar pro-russische Politik macht. Und dahingehend würde ich dann auch nochmal ein bisschen differenzieren und auch sagen, dass, glaube ich, eine SPD nicht vermag, uns der Ukraine die Solidarität zu geben, die sie benötigt, weil sie einfach zu weit links, zu weit im Einflussbereich Putins noch steht. Und da dann einfach wirklich zu schauen, sich an gemäßigten Parteien zu orientieren, die klar zur Ukraine stehen und dann auch entsprechend politisch handeln können.
Sehe ich genauso. Hier war jetzt eine Frage von Moto. Was denkt Irena von ganz normalen russischen Menschen in Russland? Sind die für sie Teil des Problems? Sieht sie das differenziert? Und was hält sie von Nawalny und seinen Anhängern? So, what do you think about the common Russian people, like the normal, just everyday normal Russian people? Do you think they are part of the problem, or how do you see them? And another question is, what do you think about Navalny and his supporters? What about problem? Of course, people in country can change everything. They can change president, they can change king, they can change everything if they want to, and if they don't afraid to do something. But yeah, Russian people is like kind of slaves who always afraid to change, and for them it's better and in their heads and more about stability to live quiet, better don't do anything, no revolution, better just shut up because I will go to prison. But they don't understand that altogether they will not go to prison, they will put in prison someone who rule. And someone who do everything bad to them. What about Navalny? That's sad. That's really sad because again we see the situation when there is no morals, there is no law. You can just kill anybody, and everyone understand that it's not just a normal death. They just kill them, him. But there is so normal. I don't know. Like in Russia, it's so normal to kill someone if you're not right person, politically not right. What else? Yeah, I think that's already a lot, yeah. I Because I always have to translate, I'm right? sorry. So, ja, also, Irina sagt, dass die Menschen in Russland insgesamt eine Attitüde haben, dass sie nicht oder eine Einstellung haben, dass sie nicht verstehen, dass sie das Land ändern können, wenn sie nur wollen. Und dass sie natürlich nicht alle ins Gefängnis sperren können, ne? Aber dass die Russen, ja, dass sie, wenn sie einen Diktator abschaffen wollen, das können, wenn sie gemeinsam handeln, wenn das Volk zusammensteht und aufsteht und rebelliert, ne? I would like to add that there's also, I mean, Ukrainians did this on Maidan, right? And they sacrificed their lives. But what Navalny was right about is that together you're a power. Ja, Sorry. also habe ich gerade noch mal das Beispiel angebracht. Die Ukrainer haben ihrerseits viel geopfert in ihrer Geschichte beim Maidan, wo über 100 Menschen erschossen wurden. Ja, es war brutal. Es sind Menschen verhaftet worden, es sind Menschen ermordet worden, aber sie haben es geschafft, die Se Gesellschaft zu verändern. Und die Russen sind wohl nicht bereit, das zu tun. Die haben eine Attitüde des Wegschauens, des Leiseseins, bloß nichts sagen. Sie haben natürlich auch Angst und verstehen nicht, dass sie gemeinsam aufstehen und etwas verändern können und einfach auch die Möglichkeit und vielleicht auch die Verantwortung dazu haben. Und was Nawalny angeht, sagt Irina, ist es super traurig und zeigt einmal mehr, dass es keine Moral, keine Gesetze in dem Sinne in Russland gibt und es völlig normal ist, zu töten. Und ich würde da auch gerne nochmal etwas anfügen. So, I would like to add, for example, this Russian pilot who was just Oh shot yeah, nobody is in Spain. to talk about that to Ja, like someone, but keiner spricht it's so wirklich same. darüber, Ja, dass few days ago, ein paar Tage, ja, um die Leute, die es nicht wissen, also da ist die Ukraine hat einen Preis ausgesetzt für russische Deserteure, die ihnen Kriegsmaterial
übergeben. Und es war ein russischer Pilot, der ist mit einem Hubschrauber in die Ukraine geflogen, hat dafür dann umgerechnet 920.000 Euro, glaube ich, bekommen. Und ja, der wurde dann direkt vom russischen Geheimdienst als Vaterlandsverräter ja, nicht nur zur Fahndung ausgeschrieben, sondern zum Tode verurteilt. Und es gab einen offiziellen Auftrag an den FSB, den Mann zu ermorden. Das ist in Russland auch an der Tagesordnung. Also da gibt es kein rechtsstaatliches Verfahren. Da gilt dann, wenn der einmal Vaterlandsverräter ist, dann darf auch der Geheimdienst ihn einfach ermorden. Und der Mann ist jetzt zusammen mit seiner Freundin in Spanien, wo er im Exil gelebt hat, tot aufgefunden worden vor einigen Tagen. Also es gab, soweit ich weiß, noch keine genauen Berichte der Behörden, die noch darüber ermitteln. Aber der russische Geheimdienst hat sich dann schon in Form seines Vorsitzenden gemeldet und sagt, ja, dieser Verräter war in dem Augenblick schon tot, als er Verrat an Russland begangen hat. Die haben sich da diebisch drüber gefreut. Und ich würde es persönlich nicht ausschließen, dass daran wieder einmal auch der Geheimdienst schuld ist, der auch in anderen Ländern operiert, was nach meinem Dafürhalten schon ein kriegerischer Akt ist. Ja, also da Morde zu begehen auf Geheiß eines Diktators. Ne? Also ja, tatsächlich ist es so, dass er erschossen wurde. Er ist nicht einfach tot aufgefunden, und man kann nichts feststellen. Er hat tatsächlich wurde mit mehreren Schüssen ermordet, und ich glaube, das Geld, das er bekommen hat, also 900.000 hat er, glaube ich, nicht bekommen. Das ist sehr viel Geld. Ich glaube, insgesamt für den Hubschrauber haben die um die 300.000 oder 400.000 Euro ausgeschrieben, aber es ist natürlich auch viel Geld. Es war eine spektakuläre Aktion, und klar, der hat dann im Exil gelebt und wurde dort erschossen. Ich finde, das wird viel zu wenig thematisiert, genauso wie die Tatsache, dass auch der Tiergartenmord natürlich ein ungeheuerlicher kriegerischer Akt in unserem Land ist, und auch zum Beispiel andere politisch Missliebige versucht wurden zu vergiften, wie zum Beispiel die Frau von Budanov, aber auch Budanov selbst. Okay, die sind im Krieg, es gab einige Anschläge auf ihn, aber das ist natürlich, ja, die Arme reichen lang, und man muss sich mal vorstellen, in Spanien wird jemand vom russischen Geheimdienst erschossen. Also das heißt auch, dass wir das hier nicht nur durch Propaganda, nicht nur durch russische Desinformation spüren, sondern ganz konkret auch ja, aggressive gewaltvolle Handlungen. Ja. Ich habe nochmal nachgelesen, tatsächlich war es erst nur, der in der Tiefgarage erschossen worden ist. Das habe ich am Anfang haben sie das nicht gemeldet, das ist an mir vorbeigegangen. Danke für die Richtigstellung. Er war wohl auch nur alleine. Ich glaube, seine Freundin oder seine Ex-Frau, die er nach Spanien geholt hat, die ist nicht mit ermordet worden. Und du hattest auch recht bezüglich des Geldes. Er hat 460.000 Euro für die Übergabe des Meteor-Flugzeuges erhalten. Ja, also tatsächlich habe ich mich da vertan gehabt. Entschuldigung. Ich hatte noch im Kopf, dass die Höchstprämie 920.000 beträgt. Die hat er aber nicht bekommen. Also das hat die Ukraine ausgeschrieben an potenzielle Überläufer, die ihnen dann Kriegsgerät vorbeibringen. Ne? Aber es klingt schon so danach, in der Tiefgarage erschossen, er zum Tode verurteilt, wurde dazu aufgerufen, ihn umzubringen, offiziell der Geheimdienst den Auftrag erhalten. Also das zeigt schon, was Russland für ein Staat ist und wie da auch dann gegen Oppositionelle und gegen Verräter in ihren Augen vorgegangen wird, ne? Also eigentlich undenkbar. Hier wurde jetzt noch eine interessante Frage gestellt, da würde ich auch gerne mal Irinas Meinung zu haben, wie es denn jetzt mit der Krim-Situation aussieht. Das sind ja auch so Überlegungen, dass man sagt, okay, wenn man sich irgendwann da mal mit Russland wieder auf einen wie auch immer gearteten Frieden einigen kann, dann könnte man ihnen die Krim ja dann überlassen oder soll die zurückerobert werden? Was ist da so die Haltung von Irina selber und so die Haltung, die sie mitbekommt in der Ukraine an sich? Sagen da die Leute auch, ne, das holen wir uns zurück, oder wären die auch bereit zu sagen, okay, darauf verzichten wir, wenn es dann Frieden gibt? Okay, so another question from the community is, what about the situation with Crimea? From people in Ukraine, what is their, like in general, what's the opinion? What in Ukraine opinion? Okay. Yeah, what We take should it you back. take it? Yeah, should Ukraine take it back, or would you say, okay, maybe we should leave it to Russia if we just get peace?
Like the main opinion is that we should not allow Russia to take territory, whatever they want. So we should take back all our land from the 1991. And there is another opinion, and people think that maybe. That's nice just to give them Crimea, and some people think that maybe it will be better because people in Crimea now it's almost Russian people now. And yeah, we can take it back, but what next? There is Russian people, there is a totally different, I don't know how to say, like a mood. Mm-hmm. Maybe moody, yeah. So it's not that Crimea what it was before. I mean they also actively try to settle people into Crimea, right? Like they try to give Crimean apartments and houses to Crimean apartments, houses to Russian people, and we know what for. Yeah, that's now we think should be taken back because there is only Russian people now. But most of the people want to take it back because why we should give it to them just like that. And I mean, I think it's also pretty much where it all started, right? It started with Crimea and we looked away, and that's what happened. They see, oh, we can take Crimea. Yeah, so if we can take Crimea, let's take some more. Okay, we're allowed to take more. Let's take more, and they will go, I don't know, till Spain, if they want, who knows what they want. Also Irina sagt, dass die generelle Meinung in der Ukraine schon ist, dass man Russland nicht erlauben darf, sich auch nur ein bisschen des Territoriums der Ukraine zu nehmen und dass die Krim auch zurückerobert werden sollte. Trotzdem gibt es natürlich auch andere Meinungen in der Ukraine, die sagen, okay, es ist vielleicht besser, ihnen die Krim zu geben und einen Frieden zu bekommen, weil die Krim natürlich auch nicht mehr das ist, was sie mal vor über 10 Jahren war. Ne? Es werden Russen dort angesiedelt. Die Menschen stehen seit langer Zeit unter russischer Fremdbestimmung und Propaganda, und es ist einfach nicht die Krim, die es vorher mal war. Und man fragt sich dann ja, was kommt als nächstes, ne? Und ich habe dann nochmal angefügt, es ist ja irgendwo genau der Punkt, wo auch alles angefangen hat, dass die Krim in 2014 annektiert wurde und der Westen weggeschaut hat, ne, und nichts getan hat. Und genau das war ja die Message dann auch an Russland, nehmt euch ruhig die Krim und nehmt euch vielleicht auch noch ein bisschen mehr, wenn ihr das wollt. Und genau das sehen wir ja jetzt. Das heißt, die Ukraine würde natürlich in ständiger Unsicherheit leben, und auch dieser Frieden wäre wahrscheinlich extrem zerbrechlich. Jetzt hätte ich mal persönlich eine Frage, auch wieder abseits vom Thema Russland, Ukraine und Konflikt. Wie sieht denn dein Leben, Irina, hier so in Deutschland aktuell aus? Hast du hier schon die Möglichkeit gehabt, für dich zu einer Normalität zu finden? Oder ist das Geschehen in der Ukraine für dich noch zu nah und zu greifbar, verständlicherweise, als dass du hier irgendwie klarkommen würdest? Wie sieht dein Leben hier denn aus? Wie würdest du das selber beschreiben? So, back to a more personal level. How is your life here in Germany? And what does it look like? Is everything back to normal, or is it still? Are you still kind of caught up in the events in Ukraine? And does it affect you in any way? And Of course. I feel kind of comfortable, but it's not that life what I had in Ukraine. Sometimes I have kind of depression because, you know, you leave your country and sometimes you sit and you don't know what next to do and what's going on. And always I have this thought at my head that, okay, I will build now my new life here. And I always think,
what next? What if Russia come here and I should run from here somewhere? Like, what should I do? I don't know. I always have this fear. Yeah, and I try to find work. I try to work, try to find clients. And it's sometimes it's also depressive because it's not so easy. Yeah. That's it, but I'm trying, and my life is better now with Vinci. He helped me a lot. Yeah, and also maybe, I mean, it's still kind of affecting us or you, because we talk about it every day. Your family is still in Ukraine. We worry about them. And yes, we talk about it. What is the plan B if Russians are advancing, taking Kiev or attacking Kiev? And we are scared and we worry for your family, right? Yeah, that's also not worry. Because my mother, she's more open for that and she would like to maybe move to more safe place. But not my father. My father want to stay and he say it's my motherland, I should be here, because if everybody leave, it's not country anymore, and yeah, he want to stay there and be there and no matter what. Okay, also Irina sagt, ihr Leben hier in Deutschland, also dass sie sich schon wohl fühlt, dass es ihr gut geht oder okay geht. Aber es ist natürlich nicht das Leben, das sie zuvor hatte. Es ist schon irgendwo ein Struggle. Manchmal ist sie depressiv oder verzweifelt und spürt halt eine gewisse Unsicherheit und Angst auch, sich jetzt hier ein Leben aufzubauen. Ja, sie ist hier und sie möchte arbeiten, sie möchte hier ihr neues Leben aufbauen. Aber was, wenn Russland dann trotz aller Widrigkeiten vielleicht doch auch hierher kommt oder auch Deutschland in einem Krieg involviert sein wird? Diese Angst gibt es halt irgendwie und diese Unsicherheit. Und ja, und ihre Familie ist natürlich noch in der Ukraine. Das heißt, wir sorgen uns dann natürlich auch, was wird sein, wenn die Russen Kiew wieder angreifen oder vielleicht auch die Ukraine den Krieg verliert. Also wir reden auch über den Plan B. Was wird geschehen, wenn Russland die ganze Ukraine einnimmt? Und ja, da ist es halt so, dass Irinas Mutter schon gerne eigentlich auch das Land verlassen würde, aber ihr Vater sagt, also mal davon abgesehen, dass er natürlich eh nicht ausreisen kann und darf, dass er, das ist sein Heimatland und er kann das Land nicht verlassen, weil ein Land ohne Leute ist kein Land und so bleiben sie jetzt erstmal in der Ukraine. Ja, kann mir vorstellen, wie bedrückend und wie schwer das ist. Ne? Das können wir uns auch so gar nicht ausmalen, unserer relativen Sicherheit. Ich hätte jetzt selber noch eine Frage, die mich interessiert. Wir haben jetzt momentan die Problematik, dass wir damit rechnen können oder müssen, dass es eine nicht große Unwahrscheinlichkeit gibt, dass Donald Trump wieder in den USA Präsident wird und er dann ja die NATO, wie wir sie kennen, zerschlägt, die USA zurückzieht und damit also unser Bündnis, was uns über Jahrzehnte hinweg in Europa Frieden gegeben hat, gefährdet. Und es gibt jetzt in Deutschland Stimmen, die sagen, na, Putin wäre auch durchaus in 8 bis 9 Jahren in der Lage, auch nach Berlin zu marschieren, durch Polen zu marschieren, unserem direkten Nachbarn. Und wenn wir dann keine NATO haben, also keinen Beistandspakt mehr mit unseren Nachbarn, dann ja, wäre es vielleicht am sichersten, wenn Deutschland auch eine Atombombe besitzen würde. Wie würdest du das sehen? Würdest du das befürworten, die du jetzt gerade hier in Deutschland lebst, aus Sicherheitsgründen? Würdest du sagen, nee, das macht mir auch Angst? Wie ist da deine Haltung als auch eine der massiv Betroffenen davon? Und eine zweite Frage schiebe ich direkt mal an, die hat hier jemand im Chat gestellt, die ist also nicht von mir, sondern von einem Zuschauer, der wollte wissen, ob es in der Ukraine auch Stimmen gibt, die eine Kapitulation fordern, die sagen, nee, komm, lass auch aufhören, lieber jetzt Frieden machen, bevor noch mehr Menschen sterben. Wie sieht die Situation da aus? Ist da die russische, die ukrainische Bevölkerung ähnlich geschlossen, wie die russische es ist und steht in großen Teilen dann halt hinter dieser Verteidigung des Landes oder gibt es da auch mittlerweile breitere Kreise, die sagen, nee, lass doch jetzt mal gut sein.
Okay, so some more, actually two, three questions, but yeah. So Axel says there's a, of course, there's a possibility that Trump may be the next president of America, and he clearly communicated that he wants to leave NATO. And if that happened, some analysts say Putin could march all the way to Berlin, and maybe in 8 to 9 years there could be war also in Germany. And without NATO, Germans don't have a strong enough allies, maybe not enough protection. So some voices demand that Germany should have nuclear weapons. And what's your opinion on that? Is it, do you think we should have nuclear weapons here, or is it, does it scare you, or what do you think about that? And the second question was that are there also voices in Ukraine who demand a capitulation of Ukraine, so to just surrender and say, okay, we give up, just please stop the war, stop it, and we finally I will just forget stop now. it. Yes. Okay. 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 First, about nuclear weapon. To be honest, in general, I am against nuclear weapon in all the world. But in this kind of situation, we should understand that, yeah, it's like instrument with what you can somehow protect yourself, yeah, protect your country. And I think in this scenario, Germany should be ready. And I don't know why still it's not active, that there is some, I don't know, army. The Yeah, like I to don't put know, more budget into the army to and put more budget into yeah. the army, into the weapon, and to this kind of things, because it's I think it's time now. Really, it would be smart to be ready for war. So second question, it's about If Ukrainians, if there's a voice in Ukraine of people who demand to Of course, it's like a minority, yes, just very, very few very, very people. few. Of course, people think that, oh my God, there is a lot of people who die there on the front line and in the cities, which is bombed, and it's horrible to see. Better to give up and say, just take us and save more lives. And I can understand this, but another people say that, you know, we put a lot of already a lot Yeah, of yeah. our lives. What for then? What for? We fight for our freedom and let's go till the end. And they didn't, and they died for nothing if you give up now. Yeah. So give up. It's not Ukrainian position. Yeah. Okay. Also Irina sagt natürlich ganz generell ist sie gegen Atomwaffen, aber in diesem speziellen Fall, wäre es ein gutes Instrument, um sich selbst zu schützen? Ich muss da noch mal kurz nachfragen. So, you say it would be a good instrument to protect yourself, Just, you know, but with the words, as just nice to yeah, but to have. scare them, not to Of actually course, of use and course. drop on Moscow, or I'm against to use a yeah, weapon, you know, like because in Ukraine, for. if Ukraine had kept their nuclear weapons, I probably, think we will not yeah, like should, but when you have it, everyone else scared of you, yeah, and you yeah. can manipulate a little bit of this, and it's like you're, it's Ja. like you're, you know. Ja, also es geht da ganz klar natürlich um Abschreckung und nicht darum, jetzt aktiv eine Atomwaffe einzusetzen und Moskau zu zerstören, sondern einfach ein Instrument zu haben, um ja, um sich schützen zu können und dahingehend natürlich auch klar so ein bisschen die Überlegung, dass vielleicht dieser Angriffskrieg niemals passiert wäre, wenn die Ukraine ihre Atomwaffen, die sie ja beim Zerfall der Sowjetunion ge noch gehabt hat und freiwillig abgegeben hat, gegen Sicherheitsgarantien, wenn sie die noch hätte, dass dann vielleicht es nie so weit gekommen wäre. Und Irina sagt auch ganz klar, sie versteht nicht, warum die Deutschen das Militär nicht weiter aufbauen, nicht mehr ins Militär investieren. Denn die Situation und auch die Entwicklung ist ganz klar und wir sollten für einen Krieg vorbereitet sein.
Und einfach das Militär einsatzfähig machen. Aber Zu der letzten. da sind wir ja dabei. Das Problem war halt, dass unsere Armee halt kaputt gespart wurde, weil wir immer dachten, von wegen, ach, braucht sowieso keiner. Und haben jetzt erstmal wieder gesehen, dass es notwendig ist. Und wir haben jetzt schon sehr viel in die Wege geleitet. Ob das Früchte tragen wird, muss sich natürlich zeigen. Aber wir haben es zumindest schon erkannt, dass ja, Pazifismus allein nichts bringt, wenn man ihn nicht auch nötigenfalls in letzter Konsequenz gegen Aggressoren mit Waffen verteidigen kann. Ne? Ja, also ich bin jetzt kein Militärexperte, aber soweit ich weiß, ist es immer noch so, dass Deutschland nicht wehrfähig ist, dass uns im Kriegsfall innerhalb weniger Stunden, maximal Tage, Artillerie und Gewehrmunition ausgehen würde. Und was auch immer in die Wege geleitet wurde, es geht nicht schnell genug. Wir haben nicht viel Zeit, uns auf was auch immer vorzubereiten. Und ich persönlich denke da eher better safe than sorry. Ich glaube, dass immer noch nicht genug getan wird und Deutschland ja auch nur mit Biegen und Brechen das 2%-Ziel der NATO erreicht. Und einfach, ich glaube, es ist immer noch nicht richtig im Bewusstsein der Deutschen angekommen. Ist klar, wir reden jetzt hier in einer Bubble, wo die sich auch vielleicht viel mit solchen Themen auseinandersetzt, aber ich glaube, der Durchschnittsdeutsche hat einfach nicht verstanden, in welche Richtung das gehen könnte, was passieren könnte, was droht. Und man sieht es ja auch selbst, die Ukrainer haben es bis zum Tag, an dem es dann passiert ist, nicht geglaubt, dass es diese Invasion geben würde. Also insofern denke ich schon, dass wir da auch, das sagen ja auch viele Politiker mittlerweile, dass wir unser Mindset einfach ein bisschen ändern müssen und einfach auch, ja, einfach verstehen müssen, dass wir jetzt in anderen Zeiten leben als vor 10, 20, 30 Jahren, ne? Genau, und zur zweiten Frage nochmal, inwiefern es Menschen gibt, die in der Ukraine einfach die Kapitulation fordern. Sicherlich, sagt Irina, gibt es dort solche Menschen, die sagen, okay, wir wollen keinen Krieg mehr, einfach nur sich jetzt ergeben und gut ist. Aber genauso gibt es natürlich auch viele Menschen, also die sind halt in der Minderheit. Und es gibt aber auch viele Menschen, die sagen, wir haben jetzt schon so viel geopfert, so viele Menschen sind gestorben und wir dürfen uns jetzt nicht ergeben, weil dann sind die alle für nichts gestorben. Und das wäre natürlich, sag ich mal, ja, ja, also dann würde man sozusagen das Andenken oder das Erbe dieser Menschen, die da gefallen sind, ja, nicht mehr ehren. Noch eine interessante Frage vom Schweineeimer. Er fragte direkt an Irina, wenn du jetzt eine direkte Message an Zelensky als auch Putin rausgeben könntest, was würdest du denen sagen? So, this is a direct question to you. What would be your direct message to Zelensky and to Putin? Let's start with the easy ones. I don't know. Do you have any? I mean, to meet Zelensky, what would be the first thing you would say to him? I don't know what to say to him. Nothing? Like, keep going. Very motivating. Okay, Irina is a social content manager, a social media manager, but not a motivational speaker. No, yeah. Like, I totally support it. Can imagine how difficult is it, and I think it's difficult to imagine yourself in that position, like president of Ukraine and nowadays. And I wish him really only best and more power for not power, like. We have a bad joke here in Germany. Yeah, we say in the Ukraine, you elected a comedian and you got a politician. And in Germany, we elect politicians and get clowns. Yeah, it's bad. It's a bad joke, but it shows that Zelensky is a strong man. And I think, personally, from my point of view as an outsider, as a German who looks from other point of view of it, that he's the right man at the wrong time. Yeah, because difficult times, it's very bad. But he's a very, very strong leader. He's a very motivational leader, and I think personally that Ukraine can be glad and can be proud to have such a leader these days. Yeah.
Yeah, and some people don't like him, but you know, he cannot make all the time right decisions. It's Ja. like he's a human, he's not a robot, and he cannot control everything he try. He try, and I think he's doing well for that fact that he's comedian, not even political. So, and what about Putin? I think I don't like to talk to insane people because they don't understand you. It's like to talk to someone who have schizophrenia. But I think everyone have wishes for him, and I think people can write this in comments. Both wishes for Putin, because Ja. I don't know what I would say to him in a personal way. Like, it's a bad idea to talk to insane people. Ja. He will. But sorry, Irina, I have to tell you, I don't think that he's insane, because everything he does for decades now, yeah, he started is in Georgian. He knows exactly what he's doing. Yeah, he's not some madman who is gone wild. He has a plan, and he want to destroy the Western world. He want to destabilize Europe, and he wants to bring Russia back to be a world power who can be recognized and who can terrify and enslave other people. Yeah, and I guess he's not a madman. He's very dangerous, and he's a very bad person, but he's not a madman, I guess. Yeah, I maybe okay. I would ask him what for? Like, that's it. What for? Days for the power and the glory of Russia. Yeah. But his own people live in a shithole. Like, you know, he do it not for his people. He do it for his own ambitions. That's it, and that's bad. And also, I think what you just said, Axel. I mean, yes, Putin is he's not stupid. He is smart. He's a strategical thinker and everything. But the motivation kind of sounds insane to us, right? Like the world that he lives in, where black is white, up is down. How can you justify these things? And I think that's why Rina says that he's insane, because all this that he is fighting for, and what he thinks is right, has not a lot to do with common sense So and reality. he's smart, but he's insane also. That he's Yeah. smart, it's 100%. Okay, maybe I can translate noch. Vielleicht kann ich das schnell einmal übersetzen, weil es immer mehr wird sonst. Was Zelensky angeht, sagt Irina, sie hat ihn immer unterstützt und kann sich nicht vorstellen, wie sein Leben wohl aussehen mag und was für eine ja, wie schwer das ist, ja, in dieser Position zu sein. Und sie wünscht ihm einfach nur Kraft und Stärke. Und ich kann meine eigenen Notizen nicht mehr lesen. Nee, hilft nichts. Ja, also auf jeden Fall, dass es natürlich auch Menschen gibt in der Ukraine, die Selenskyj kritisieren, die ihn nicht mögen, die nicht zufrieden sind mit dem, was er tut. Aber Irina sagt auch, es ist ganz klar, dass keiner perfekt ist und dass er Fehler machen darf, dass sie nicht erwartet, dass er wie ein Roboter immer die perfekten Entscheidungen trifft, aber dass er für die Tatsache, dass er eigentlich ein Comedian ist, wirklich eine sehr, sehr gute Figur macht und ein guter Präsident ist. Das hat Axel dann ja auch noch eingeworfen, dass dass in der Ukraine ein Comedian gewählt wurde und sie haben einen Politiker bekommen und wir wählen Politiker und bekommen leider Clowns und Comedians hier. Auch wenn ich sie nicht sehr zum Lachen finde, stellenweise, aber ja, dass natürlich Zelensky sich als Staatsmann sehr, sehr gut macht. Zu Putin hat Irina gesagt, dass sie nicht wirklich weiß, was sie mit ihm sagen würde oder mit ihm besprechen sollte, weil es einfach keinen Sinn macht, mit verrückten Menschen zu sprechen.
weil man eh nicht argumentativ zu ihnen durchdringt. Da hat Axel dann eingewendet, dass Putin in dem Sinne ja nicht verrückt ist, sondern ein sehr, sehr klarer Denker, der sehr, sehr gezielt und klar über die Jahre geplant, strategisch gedacht und alles ausgetüftelt hat. Und eigentlich ja in dem Sinne nicht verrückt ist, aber ich habe dann nochmal angefügt, dass es vielleicht eher um die Motivation geht und dass Putin in seiner Berechenbarkeit zwar vielleicht in seiner Unberechenbarkeit oder nicht verrückt ist, aber dass natürlich seine Sicht der Dinge, seine Weltsicht, sein Weltbild nicht viel mit der Realität und dem gemeinen Menschenverstand zu tun hat, sozusagen. Und Irina würde ihn dann einfach nur fragen, wofür das Ganze? Weil nicht für sein eigenes Volk schafft er keinen Vorteil. Also er kämpft nicht für sein Volk, er kämpft nur für sein Ego und seinen Größenwahn. So, ich würde sagen, wir haben fast 2,5 Stunden geschafft. Ich habe noch eine Frage aus der Community, die ich dann gerne stellen würde. Die ist sehr schwierig, aber vielleicht kann man die auch aufsplitten, welche Möglichkeiten es gibt. Also Moto hat wieder gefragt, was Irina denkt, wo die Ukraine in 10 Jahren stehen wird oder was sie für eine Vorstellung hat, wie die Ukraine in 10 Jahren aussehen könnte. Okay, so this is a more complex question, and so we split it into several parts. And Moto asks again, what do you think, where would Ukraine be in 10 years? I hope with you guys in European Union and everything would be okay, I hope. And war finish, and we have some reparations yeah. from Russia, and rebuild our country and make it great again. Crimea beach party. Crimea beach party, you all invited. I hope so. I hope so too. It's perfectly my point of view. I hope so too. Yeah, and I hope we can achieve it together. Huh? But it's my hope. We don't know how it would be. Realistically, yeah. So let's hope it will be like that. Yeah. Let's see. Also, Irina sagt, wo sie die Ukraine in 10 Jahren sieht, mit uns zusammen in der Europäischen Union, ganz klar, als EU-Mitgliedstaat. Der Krieg ist zu Ende, alles ist in Ordnung und also die Ukraine bekommt Reparationszahlungen von Russland, mit denen wir die Ukraine wieder aufbauen können. Und wir treffen uns alle auf der Krim zur Crimea Beach Party. Ja, das ist der Plan. Ein schöner Gedanke. Ich würde jetzt zum Abschluss des heutigen Streams, für den ich mich bei euch beiden ganz, ganz stark bedanken möchte. Das war wirklich ganz, ganz wichtig, was wir heute hier gemacht haben, das alles auch nochmal aus Sicht von Betroffenen darzustellen. Gebührt euch natürlich das letzte Wort. Was möchtet ihr der Community sagen? Was möchtet ihr generell vielleicht noch sagen? Also die Bühne gehört euch. Okay, so Axel gives us the last word. He says, thank you for reporting from your point of view. And what would you like to say to the community for the last words? Thank you for the interview. It was amazing, my first. what I would like to say. So thank you for support. Thank you that you believe in our country, that again, you support us and like go on. I don't know. Centaurus. Centaurus. Like, let's do it. I don't know. Let's ask Scholz. Let's make some demonstrations and let's finish this war because no one need it. Really, no one need people die. And we want peace. We want everything good in the world, in a peaceful country, peaceful world, without any war and without any insane dictators. Mm-hmm. Ja,
Also Irina sagt auf jeden Fall danke für das Interview. Es war ihr erstes Interview und es hat ihr sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sie sagt auch danke für die Unterstützung und dass wir, ich schätze mal, wir alle und Deutschland insgesamt so weitermachen sollen. Natürlich Taurus schicken und ja, dass wir weiter auf Demonstrationen gehen, Druck auf Scholz ausüben, an dem die ganze Sache ja nun mal hängt. Es hängt ja noch nicht mal an seinen auch grünen, teils sehr pazifistischen Mitstreitern. Nein, es hängt wirklich an diesem einen Menschen, an dieser einen Person. Ja, und sie wünscht sich einfach Frieden für die Ukraine. Keiner braucht diesen Krieg. Es bringt niemanden voran. Und die Menschen wollen einfach nur in Frieden leben. Ich würde auch noch mal abschließend sagen, es ist wirklich klar, man kann Dokumentationen sehen, man kann darüber reden, man kann in den Austausch gehen und alles, aber vor Ort wirklich zu sehen, wie sinnlos es ist. Du stehst da und kommst an einem Haus vorbei, wo gestern alles in Ordnung war und am nächsten Tag, es ist ja nur ein Haus, aber die Zerstörung ist so unglaublich. So sinnlos einfach. Es ist so wirklich, du fragst dich so, ja, und was ist jetzt dadurch gewonnen, dass hier ein Haus zerstört ist, dass hier ein paar Menschen gestorben sind? So, es hat niemanden vorangebracht, so. Es ist einfach nur total unbedeutend, auch strategisch unbedeutend, und es ist einfach nur Terror und unnützer Schmerz, den die Menschheit nicht braucht. Und das zu verstehen, das ist, glaube ich, schwierig, wenn man es nicht so richtig, richtig nah an sich dran hat. Ich persönlich kann auch auf jeden Fall nur noch einmal die Empfehlung geben, sich diese Dokumentation trotz allem anzuschauen. 20 Tage in Mariupol. Die ist traumatisierend, aber ich glaube, das ist ein Stück weit das, was wir Deutschen manchmal oder Menschen insgesamt auch brauchen, um uns aufrütteln zu lassen und daraus dann vielleicht auch aus diesem Schmerz und der Trauer und Verzweiflung das in etwas Positives umzuwandeln. Und dann kann es ja auch, es können 5 € sein für einen ehrenamtlichen Helfer, der sich damit einen Kaffee kaufen kann, oder 2 in der Ukraine, vielleicht auch 4 oder 5. Das kann einfach nur ein nettes Gespräch sein, das kann aktive Hilfe sein, alles Mögliche. Aber es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, nicht zu verzweifeln, nicht zu verzagen und einfach ja, stark zu bleiben und gemeinsam zusammenzustehen da. Schönes, schönes Schlusswort, mein Lieber. Es war wunderbar. Irina, you did a perfect job. Your first interview was very, very good. Yeah, and I was very glad to have you here. And yeah, maybe we meet sometime in person when I visit Berlin, or when you came with Vincent to Cologne, or when we meet somewhere else. And if you make some rallies or demonstrations and you need a speaker who makes a German voice for your cause, just tell me. I would be glad Okay. to come. Speaker. Okay. Thank you. Thank you. And so I wish you both have a good time, and I'm glad to have you here in Germany, and I hope you will have a good life here that lasts long and in peace. And I wish that also for everyone in the Ukraine and worldwide. We don't need war, we don't need terror, and so let's stand together to fight it. Yeah. So thank you very much, Vincent. Danke auch dir für deine tolle Arbeit. Ich beende jetzt den Stream. Bleibt ihr beide noch kurz dran, dann können wir noch abschließend ein, zwei Sachen besprechen. Liebe Leute, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Danke auch an die, die hier unterstützt haben, an den Ralf, der ein paar Mitgliedschaften verschenkt hat, an den Schweineeimer, der 20 € gespendet hat. Unterstützt diesen Kanal, unterstützt auch den Vincent und die Irina. Ich werde gleich in den ersten Kommentar, den ich anpinne, ein paar Möglichkeiten der Unterstützung für die Ukraine einstellen, und wer da was machen kann, dem begleitet auch mein Dank. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns hier auf dem Kanal bald wiedersehen. Habt eine gute Zeit, liebe Leute.